Steinwurf im Glashaus. Hallo, hallo und willkommen zurück, liebe Herrschaften, zur nunmehr 23. Ausgabe des Podcasts Steinwurf im Glashaus. Zu der Zeit, in der die Pussycat Dolls ihre Rückkehr ankündigen, sind wir auch wieder da. Ist das so? Ja, auch sie kommt zurück. So wie wir zurück sind, ich würde gerne jetzt meine Anmoderation zu Ende führen. Wir haben eine fantastische Ausgabe vorbereitet mit vielen wertvollen Informationen zu allen Themengebieten, die Social Media und die Popkultur betreffen, und freuen uns auch auf unseren Gast heute, den Mirko. Fuck you, echt jetzt? Da war meine Unterbrechung ja noch gehaltvoller als die Anmoderation. Ja, es war ein bisschen random, aber... Ja, das war vor allen Dingen ein bisschen Nichtsagen. Das war quasi fast so. Das war fast unsere Instagram-Beschreibung. Folgen. Auswendig gelernt und dann einfach aufgesagt. Aber auch das ist nie negativ zu bewerten. Wir haben tatsächlich viele wertvolle Dinge parat. Wir haben zum Beispiel Filmbesprechungen von Le Mans, Ferrari gegen Ford, dem Kinofilm mit Christian Bale, von Zombieland 2, dem Kinofilm mit anderen Leuten, von The Irishman, dem neuen Netflix-Film. Und damit das Niveau nicht zu hoch kommt, natürlich eine neue Top-Liste. Und dieses Mal, ich will nicht zu viel verraten, aber es geht um... Es wird lecker. Obst. Okay. Wow. Okay. Das hat einfach alles verraten. Ja, cool. Ja. Ich möchte mich kurz äußern zu... mich haben Schriften erreicht per Smartphone. Jemand erwägt rechtliche Schritte gegen den Instagram-Account von uns. Das ist mein Bruder. Okay. Der sagt, weil da in der Top-Liste immer steht, der Rische, das findet er verwirrend und das möchte er nicht. Und da wird es wahrscheinlich jetzt vor Gericht enden. Wir gucken mal, wie das ausgeht. Ja, das ist natürlich kontraproduktiv hier auch in unserem kulturellen Betrieb. Ich möchte mich von solchen Streitigkeiten eigentlich lossagen und möchte für mehr Harmonie plädieren. Sollte sich das aber nicht aus der Welt schaffen lassen, dann würde ich sagen, schrecken wir auch vor exzessiver Gewalt nicht zurück. Was zur Hölle? Apropos exzessive Gewalt. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Nee, da habe ich gar nichts jetzt. Wundert mich jetzt auch wieder nicht. Du stellst deinen Fernseher meistens an die Wand, oder? Entweder er steht an der Wand und bei uns im Schlafzimmer hängt er an der Wand tatsächlich. Ich habe zwei Fernseher. Ja, einen so einen kleinen und einen ja, zum Schlafen halt. Richtige Snobs, oder? Naja, nee. Einen zum Schlafen? Wie sieht das denn aus? Naja, einen im Schlafzimmer und einen im Wohnzimmer. Ja, wo guckt ihr denn Filme? Kommt drauf an, meistens eigentlich im Wohnzimmer. Ja, gut. Aber der steht an der Wand, der hängt nicht. Was ich sagen wollte, wenn du dir bald den neuen Panasonic 4K-Fernseher kaufst, keine Werbung, dann kannst du ihn auch mitten in den Raum stellen, denn wenn er aus ist, kannst du durchgucken. What? Das ist crazy, oder? Das ist echt crazy. Der wird natürlich noch einige Zeit auf sie warten lassen. Mhm. Also das ist echt so. Die haben einen Fernseher. Wenn der an ist, ist es ein ganz normaler Fernseher. Und wenn du ihn ausmachst, dann ist es wie so eine leicht getönte Glasscheibe, durch die du gucken kannst. Finde ich aber eigentlich gar nicht so geil. Weil in die Mitte des Raums stellst du den eh nicht. Wozu? Es macht keinen wirklichen Sinn. Nee, und, das meine ich auch nicht. Aber es sieht ziemlich cool aus, wenn du eine Art Fensterscheibe hast und auf der plötzlich 4K-Bilder laufen. Das stimmt natürlich schon. Das sieht schon ziemlich cool aus. Es macht keinen wirklichen Sinn. Ich muss auch sagen, die einzige Quelle von dieser Information ist bisher Panasonic selber, die ein Video davon gepostet haben und einen Text. Und das ist dann... Es stehen überraschend wenig negative Aspekte in diesem Text. Immer mit einer Prise Salz nehmen, das Ganze, das stimmt. Ja, apropos mit einer Prise Salz nehmen. Ich habe nämlich auch Informationen, die so noch nicht offiziell bestätigt sind. Die wurden geleakt, aber man kann sich nicht hundertprozentig sicher sein, ob das alles so stimmt. Aber es kursiert durchs Netz, dass Staffel 5 und 6 von Haus des Geldes wohl kommen sollen. Nicht geteilter Meinung. Freut mich. Super viel Kohle, oder? Ja, tierisch. Ja, dann auf jeden Fall. Ja, aber die Geschichte war eigentlich in der Staffel 2 schon auserzählt. Sie haben jetzt einen super Twist gefunden in der dritten Staffel, um das Ganze weiterzuerzählen. Aber ob sie es nochmal finden, ist halt echt eine Frage. Aber wenn sie es schaffen, gerne. Bin ich der Letzte, der sich dagegen sträubt. Ich mag die Charaktere, ich mag das Setting, ich mag die Serie. Aber da
Sonst heißt es Bella Ciao, liebe Serie. Boah, das war schön. Das ich habe sie nie gut. gesehen, ich kenne einfach nur dieses Lied davon. Das finde naja. Ich gut. Ja, aber wie gesagt, alles inoffiziell und nichts bestätigt bisher. Man weiß nicht, ob da was dran ist. Ist jetzt aber auch nicht so elendig weit hergeholt, weil, wie gesagt, die war super erfolgreich, die Serie. Also ich kann es mir auch gut vorstellen. Glaube ich, die von Netflix-Seite aus erfolgreichste Serie, die nicht aus den USA kommt, soweit ich weiß. Kann ich absolut nichts zu sagen, aber kann ich mir auch wiederum vorstellen. Jo. Was, nee, keine Überleitung. Michael Jackson. Stehst du auf Michael Jackson-Dokumentation? Die letzte war ja ein bisschen, ich sag mal, nee. Polarisierend. Ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch nicht so der große Fan von Michael Jackson. Ich finde seine Musik zum Teil sehr, sehr gut. Aber als Person interessiert er mich eher weniger. Die letzte war ja wirklich Leaving Neverland, wo Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut wurden. Ich glaube, rein rechtlich muss ich das so sagen, weil nichts davon bewiesen ist. Ja, er wurde ja offiziell, meine ich, sogar freigesprochen. Aber es ist halt, man kann es nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Offiziell ist er, meine ich, freigesprochen worden. Aber ist auch gar nicht Ahnung. Der Punkt. Aber es soll einen neuen Film über ihn geben. Also die Rechte an einem Film über sein Leben hat sich nämlich John Logan nicht gesichert. Ich weiß gar nicht, wer ihn sich Moment. Gesichert hat ihn sich der Produzent von Bohemian Rhapsody, so. Oh. Der die ganze Zeit Musikfilme macht. Na gut, Biopics kann er ja anscheinend. Bands. Und John Logan ist der Drehbuchschreiber, so ist das. Hat er angeblich an Bord, man weiß es noch nicht. Aber John Logan wiederum hat Filme wie Aviator und Gladiator geschrieben und kann ganz gut schreiben. Das klingt schon mal erstmal vielversprechend. Ist die Frage, inwiefern das dann wirklich, also ein Biopic wird mit einem Darsteller oder eine Dokumentation mit reellen Bildern. Es soll halt eine Doku sein, grundsätzlich. Und Bohemian Rhapsody war ja, basierte, wenn man jetzt ein strenger Fan ist, eher lose auf der Geschichte der Band. Ja. Soll aber sowohl die positiven Seiten der Karriere von Michael Jackson als auch die Krankheiten, als auch die wohl eher dunkleren Tage beleuchten. Ist halt echt eine Gratwanderung, ne? Gerade dadurch, dass einige Dinge, gerade die skurrilsten und ja, abgründigsten Dinge nicht wirklich hundertprozentig geklärt sind und irgendwo noch im Dunkeln schweben, ist das ein schwieriges Thema. Da kannst du, glaube ich, ordentlich auf die Schnauze fallen, wenn du nicht aufpasst. Es kann halt sehr schnell eine Wertung reinkommen, die so gar nicht bewiesen ist oder die es nicht gibt, weil irgendwas erfunden wird. Vor allen Dingen, egal in welche Richtung, das kann böse enden. Also, puh, da würde ich mich nicht unbedingt dran trauen. Aber gut, ich werde ja auch nicht gefragt aus Hollywood. Zu Recht. Das würde ich zur Debatte stellen. Die PlayStation 5. Da gibt es immer mal wieder Bilder zu und immer mal wieder Fotos von angeblichen Modellen. Ja. Sollen nächstes Jahr zum Weihnachtsgeschäft rauskommen. Was ich jetzt aber gelesen habe, war nur ein kleiner Nebensatz, den fand ich sehr, 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 sehr schön. Und zwar sollen alle PS4-Spiele reibungslos auf der PS5 laufen können. Ja. Und alle Listen werden übernommen. Ja. Die Ansage gab es zur PS4 auch schon. Ja, ich hätte sie gerne zur PS3 gehabt. Weil ich immer noch sehr viel PS3 spiele und immer noch PS2-Spiele gerne auf der PS3 spielen würde. Ja. Ach, da muss man aufpassen. Ich weiß, dass sie es angekündigt haben, aber sie sind nach der Ankündigung, was die Abwärtskompatibilität angeht, auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert. Aber grundsätzlich von wegen Crossplay, also wenn selbst Xbox und PS4 teilweise irgendwie miteinander was machen, habe ich zumindest die Hoffnung, dass so ein bisschen mehr Toleranz gegenüber den Spielern drin ist. Geht halt viel Kohle verloren. Geht viel Kohle verloren, aber Image Boost. Aber mit Image kannst du ja auch kein Ding kaufen, ne? Nee, vor allen Dingen momentan hat PlayStation eigentlich ein relativ gutes Image. Diejenigen, die das nötig hätten, wären Microsoft momentan. Die haben nämlich diese Konsolengeneration ganz krass verloren. Finde ich auch cool, ich fand Sony immer geiler. Hat mich gefreut. Ja, ich auch. Tatsächlich. Ich bin mit Sony aufgewachsen und eigentlich sagen alle immer, dass der Xbox-Controller besser sei als der DualShock PS4. Das liegt zwar hundertprozentig daran, dass ich damit aufgewachsen bin, aber ich verstehe beim besten Willen nicht, wie der besser in der Hand liegen soll als dieser schöne, etwas dünnere von Sony. Der ist deutlich besser. Ich habe sogar noch so einen Pro-Controller in Gold. Oh.
Einfach nur, weil er Gold war. Ich bin da nicht besonders anspruchsvoll. Bist auch nicht materiell angehaucht, aber wenn es Gold ist, ist schon geiler. Gold ist schon geil. Top 5 Farben kommen ja auch irgendwann, wie wir seit heute wissen. Ja. War ja in der Mittagspause das Gespräch. 1917 war Krieg. Zumindest gibt es einen Film darüber, dass da Krieg war. Hatten wir irgendwann vor vielen, vielen Folgen schon mal angedeutet. Was ist dein Lieblingskrieg? Top 5 Kriege. Oh, schwierig. Schwierig? Meinst du? Ah, müsste ich jetzt kurz nachdenken. Ich glaube, der amerikanische Bürgerkrieg, so rein von der Dramaturgie. Ja, ist schon. Von dem, was auf dem Spiel stand. Schon, ja, das stimmt. Es könnte halt auch ein Filmplot sein. Aber so richtig geile Kriege, wenn wir ganz ehrlich sind, puh. Ja, Krieg und geil ist halt schon kritisch an der sich. Kampf um den Todesstern, um den zweiten, der war auch ganz gut. Ich fand die Schlacht um Helms Klamm tatsächlich besser als die im dritten Teil, die alles entscheidende. Komplett, ne? Ja. Helms Klamm war wahrscheinlich die beste Filmschlacht aller Zeiten. Ich wüsste jetzt keine, die besser ist, ja. Battle of the Bastards war gut. Schlacht um Hoth fand ich geil. Ja, klar. Battle of the Bastards, klar, stimmt. Naja, wir schweifen ab. Kriegsfilm, unter anderem mit Cumberbatch und The Witcher and Madden, auch Game of Thrones. Und einigen eher unbekannteren hatten wir schon. Der Trailer ist draußen, sieht auch ziemlich geil aus. Und jetzt wird er schon als Oscar-Kandidat gehandelt. Krass. Das ist relativ offensiv. Ich finde es immer schön, wenn so um sich geworfen wird mit der Betitelung bester Kriegsfilm seit Soldat James Ryan. Weil ich glaube, das steht auf jedem einzelnen Kriegsfilm, auf jeder Blu-ray-Packung. Von jedem Kriegsfilm, der jemals rauskam. Und ich finde es schön, dass Soldat James Ryan halt so, also es geht nicht besser und niemand sagt, er wäre besser, aber seit Soldat James Ryan. Ist schon eine ziemliche Verneigung. Apropos, ich will das Thema jetzt noch nicht anmoderieren, aber ich habe heute ein Video gesehen. Was mich in US-amerikanischen Talkshows ganz oft nervt, ist, dass das Publikum sehr laut ist. Und ich habe heute einen Ausschnitt gesehen von Jimmy Kimmels Late-Night-Show mit Gast Martin Scorsese. Keine nervigen Zuschauer. Die haben alle so eine Ehrfurcht, sobald Scorsese anfängt zu reden, ist da Totenstille. Fand ich total geil. Wollte ich mal kurz einwerfen. Ist immer so eine Respektsache, ne? Das ist, Morricone war es auch damals, der kam, als ich auf dem Konzert war, kam auf die Bühne, ein kleiner italienischer Mann, und stellt sich da auf sein Podest. Und du hast 5 Minuten, bevor er irgendwas gemacht hat, erstmal Standing Ovations. Und dann hebt er so ganz leicht seinen Arm und es wird totenstill. Das ist total geil, weil einfach jeder in diesem Raum sich denkt, was für eine Ehre. Unfassbar gerade, geil. Sprich, ich will dir einfach nur zuhören. Ich will deine Präsenz aufsaugen und genießen. Es ist schön. Was ich dir empfehlen kann, ist das Interview von Jimmy Kimmel und Joaquin Phoenix von neulich. Ja, das muss ich mir auch noch angucken. Joker. Ich mag Joaquin Phoenix sowieso sehr. Also ja, auch vor und seinem Joker-Kram schon. Joaquin Phoenix wiederum mag Jimmy Kimmel nicht. Echt? Und es ist ein unglaublich unangenehmes Gespräch. Oh nein. Weil Kimmel die ganze Zeit Witze macht, die Joaquin Phoenix entweder nicht versteht oder nicht verstehen will. Es ist wirklich unangenehm. Es gibt, glaube ich, auch so einen Supercut, da geht irgendwie nur 1,5 Minuten, könnt ihr euch reinziehen. Oh Gott. Und noch so ein bisschen mit Text dabei und so, wann er sich richtig awkward fühlt und wann es einfach nur ganz, ganz komisch läuft. Mhm. Und es macht großen Spaß. Genau, nee, um das kurz zu Ende zu führen, Sam Mendes macht die Regie von 1917, von dem Kriegsfilm. Und von Sam Mendes bin ich ein großer Film, denn der hat unter anderem James Bond viele gemacht. Der hat American Beauty gemacht und Road to Perdition. Und Road to Perdition ist ein Agenten-amerikanischer Mafia-Film mit Tom Hanks unter anderem, der gejagt wird von Jude Law. Und das ist, glaube ich, einer der unterbewertetsten Filme aller Zeiten. Mit sagenhaft schönen Szenen. Deswegen freue ich mich auf 1917. Da bin ich sehr gespannt, habe ich Bock drauf. Und um gleich anzuschließen an Morricone. Du hast ja abgelehnt. Ich habe ja gesagt, ich bin im Januar bei einem Konzert. Und zwar bei Herr der Ringe und Hobbit. Dem Film-Soundtrack-Konzert oder wie immer man das nennt. In Hannover. Und das wird unfassbar gut, denn Billy Boyd ist auch da. Und Billy Boyd ist der Darsteller von Pippin. Und der singt ja nicht nur im dritten Teil das Lied oben in Minas Tirith. Nee, das ist Minas Tirith. Ist das Minas Tirith? Die weiße Stadt, ja. Sondern auch im dritten Hobbit-Teil im Abspann The Last Goodbye. Ist ein sehr, sehr guter Sänger. Ja, ich wäre gerne dabei, aber das wird dann langsam alles ein wenig viel für meinen Geldbeutel. Ich brauche noch Essen und Miete. Ja, weiß ich nicht. Essen ist immer so. Ja, sagen wir, ich brauche Miete. Ja. Den Stadtsprecher hier, Helge Miete. Das ist der Pressesprecher. Okay, mach bitte weiter im Text. Ich kann nicht mehr.
Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte es auch nicht mehr aus und deswegen gebe ich ab zu mir selber wiederum, wo ich vor dem Tega stehe und berichte von dem ersten Film, den ich gesehen haben werde in zukünftiger Vergangenheit. Zukünftiger Vergangenheit? Genau, absolut. Und es ist Le Mans, Ferrari gegen Ford. Ja, vielen Dank. Ich stehe hier quasi gefühlt noch an der Rennstrecke von Le Mans. Und das ist der Endpunkt dieses Films auch, denn es geht natürlich um das 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Wie der Titel auch heißt, 1966 spielt das Ganze gegen jede Chance, ist der Zweititel im Deutschen. Und der Regisseur James Mangold hat zum Beispiel Walk the Line schon gemacht, das Biopic von Johnny Cash oder den Todeszug nach Yuma, die Neuverfilmung, was einer der besseren Neo-Western der letzten Jahre war. Und Logan im letzten oder vorletzten Jahr jetzt, die Wolverine-Endverfilmung, die ja auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Und jetzt also gehen wir zu einem Autorennenfilm, was, glaube ich, sehr, sehr miserable Vorgänger teilweise hat, aber auch sehr gute. Und das hier ist zweifelsfrei einer der sehr, 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 sehr guten. Ganz kurz zur Handlung. Es geht natürlich um das Le Mans-Rennen, um das 24-Stunden-Rennen, was sehr, sehr hohes Prestige zumindest zu jener Zeit mit sich bringt. Und Ferrari hat dieses Rennen, wir sind in der Mitte der 60er Jahre, mehrfach in Folge gewonnen. Und jetzt möchte aber auch Ford ran. Und Ford möchte seine Marke mit diesem Siegergehen verknüpfen und deswegen unbedingt die Ferraris schlagen. Und deswegen geht Henry Ford, der Zweite, hin und sagt zu Carroll Shelby, das ist einer der Hauptcharaktere, gespielt von Matt Damon, mach das mal, lass uns da gewinnen. Und Carroll Shelby ist selber ein Rennfahrer, hat allerdings ein Problem mit dem Herzen und nimmt deshalb eher eine Konstrukteursrolle ein und engagiert seinerseits den Rennfahrer Ken Miles. Der ist so ein bisschen eigenwillig, gespielt von Christian Bale. Und zusammen versuchen die halt Ferrari zu bezwingen und den Ford so zu bauen, so zu trainieren und die Rennstrecke so einzuüben, dass es am Ende reicht. Im Original heißt der Film auch Ford gegen Ferrari, also dieser Gegensatz, dieser Wettkampf steht im Fokus. Ich bin mit sehr wenigen Erwartungen reingegangen, was meistens die besten Kinoerlebnisse ausmacht. Ich kann mich nicht mal dran erinnern, einen Trailer gesehen zu haben. Wenn, dann ist es einige Zeit her. Und was am Ende dabei herauskam, ist wirklich ganz, 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 ganz großartig. Der Film dauert seine 2,5 Stunden etwa, hat aber keinerlei Durchhänger oder Tiefs. Es gibt auch keine emotionalen Knackpunkte insofern, als dass die Leute nicht 10 Minuten lang rumhängen und nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Also es ist sehr stringent von vorne nach hinten. Man geht rein, man geht wieder raus und hatte echt eine geile Zeit. Die Rennen, die Autos, die Geschwindigkeit, das sieht alles großartig aus, das fühlt sich perfekt an. Christian Bale und Matt Damon, da muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen, funktionieren natürlich grandios. Auch mitspielen tun, also sie spielen nicht selber mit, logischerweise, aber sie werden gespielt. Henry Ford und Enzo Ferrari. Von Enzo Ferrari habe ich damals eine Biografie gelesen. Das muss eine meiner ersten Biografien gewesen sein. Und das sind ganz, ganz große der Automobilbranche, um es so zu sagen. Enzo Ferrari natürlich der erste Ferrari, der Gründer. Und Henry Ford der Zweite, der Nachfolger von Henry Ford. Und die fühlen sich sehr wichtig an. Und das macht der Film, also eins von vielen Dingen, die der Film hervorragend macht. Aber das sind große Persönlichkeiten. Und die fühlen sich auch in jeder Sekunde so an. Gerade wenn sie mal in Italien drüben sind und Enzo Ferrari fast patenähnlich gezeigt wird. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Was auch auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist die Musik. Denn die macht einmal mehr Marco Beltrami. Der hat schon 2 Oscar-Nominierungen. Und empfehlenswert aus dem Album, wenn ihr Apple Music habt oder wie das gerade heißt, wahrscheinlich auch auf Spotify, ist Le Mans 66. Also das Stück heißt exakt so wie der Film, zumindest im Deutschen. Spielt allerdings im Film auf einer anderen Rennstrecke. Da fährt Christian Bales Charakter Ken Miles gerade in Daytona auf der Rennstrecke zum Sieg. Und das sind 5 Minuten... die großen, großen Spaß machen. Es ist halt Autorennenmusik, es sind Autorennen. Und wer im Ansatz auf sowas steht, der wird eine fantastische Zeit haben. Ich glaube auch viele andere, denn der Film wird mit Sicherheit die eine oder andere Oscar-Nominierung abräumen. Zum Ende des Films gibt es nochmal einen richtig, richtig schönen Magenschlag zum Rausgehen. Also es ist nicht alles nur Feel Good, im Gegenteil.
Aber wie gesagt, gerade die Autorennszenen, die Rennstrecken, das ist schon alles großes Kino, um mal die ganz platten Phrasen rauszuhauen. Und es passiert mir selten in letzter Zeit, aber ich kann wirklich kaum drauf warten, bis die Blu-ray rauskommt, um mir den Film nochmal anzuschauen. Und das ist echt eine Seltenheit. Vielleicht gehe ich auch nochmal rein. Meine Top-Empfehlung für Le Mans 66 gegen jede Chance. Absolut sehenswert. Und damit zurück ins Studio. Miau. Alter, das ging aber schnell. Da, den hast du vorbereitet, oder? Nee, den habe ich mir tatsächlich gerade überlegt. Okay. Ja, stark. Ich bin sehr gespannt tatsächlich, was ich gerade selber erzählt habe. Ja. Und will dazu auch gar nicht mehr sagen, weil das meiste jetzt gesagt wurde. Worauf ich aber kommen will, ist mein YouTube-Lieblings-Account, nämlich Best of Bundestag, der in diesen Stunden wahrscheinlich die neueste Sitzung raushauen wird, in der Beatrix von Storch die Todesgeste gezeigt hat. Was sie nicht gemacht hat, aber darum geht's nicht. Darum geht's nicht ganz, aber es ist eine... Es ist passend, dass das gerade jetzt passiert, nachdem Weidel da wen rausgeworfen hat. Sie hat aber eher die Todesgeste gezeigt als ihr Kollege Johannes Kahrs. Man muss dazu sagen, kurz um die Situation zu schildern, die Leute sehen es ja nicht direkt, Johannes Kahrs von der SPD hat eine Rede gehalten und hat dann Richtung AfD gezeigt, irgendwie es steht mir bis hier oder es geht mir bis zum Hals oder so und hat mit seiner flachen Hand quasi an seinen Hals gezeigt und so nach vor und zurück mit der Hand gemacht. Das hat Beatrix von Storch anders aufgefasst, man weiß es nicht genau, was passiert ist, aber sie hat versucht, die Geste nachzumachen, hat sie allerdings nicht von vorne nach hinten, sondern von links nach rechts gezeigt, was im Normalfall als eine Halsabschneidegeste interpretiert wird. Und deswegen gab es wüste Internetbeschimpfungen in beide Seiten einfach nur. Das ist einfach eine riesen Shitshow. Es ist alles eskaliert, obwohl einfach gar nichts passiert ist. Ja. War sehr interessant zu beobachten. Das war alles, was ich dazu sagen wollte. Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das war so ein Nichtaufreger eigentlich. Ich fand ich habe mir den gesamten, oder zumindest den Vorlauf des Redebeitrags von Johannes Kahrs angehört. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ganz nett, ja. Keine Ahnung, ob die Aufregung da drumherum jetzt unbedingt sein musste. Weiß ich nicht. Ja, trotzdem. Ich werde langsam müde, ob der Empörungskultur. Die Empörungskultur, trotzdem meine Empfehlung für Best of Bundestag. Ein YouTube-Kanal, der mehr Aufmerksamkeit verdient hat und der auch euch zu politischer Bildung weiterhelfen kann. So ähnlich. Deutsch kann ich auch nochmal lernen. Wo du vorhin gesagt hast, es gibt eventuell eine Staffelverlängerung von Haus des Geldes, kann ich sagen, es gibt wahrscheinlich keine Staffelverlängerung von den Simpsons. Was? Crazy, oder? Nein. Es ist, muss ich dazu sagen, erstmal jetzt sehr heiß gekocht, vielleicht wird es weniger heiß gegessen. Danny Elfman, der Komponist der Titelmelodie, nicht nur von den Simpsons, sondern auch von, oh Gott, von allen möglichen Batman-Filmen und Serien, von Planet der Affen, von Mission Impossible und tausend weiteren Filmen. Ganz viele Weihnachtsfilme auch noch. 4 Oscars hat er, glaube ich, gewonnen für seine Filmmusik. Der hat sich jetzt hingestellt und wurde gefragt, so hey, Simpsons ist ja auch nicht mehr das, was es damals war. Wie sieht das denn aus? Und er hat gesagt, ja, ich habe gehört, dass es vielleicht auch nächstes Jahr dann vorbei ist. Das ist jetzt keine Bestätigung, aber ich sag mal, Danny Elfman ist jetzt auch keiner, der irgendwie ganz raus ist aus der Nummer. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, sind doch die Simpsons-Macher und Danny Elfman nicht ganz im Guten auseinandergegangen. Kann das sein? Oder verwechsel ich ihn da gerade? Ich meine, da gab es irgendwann vor ein paar Jahren mal Zwist. Seitdem macht er auch keine Musik mehr für die Simpsons. Und das würde mich nicht wundern, wenn er da jetzt nicht unbedingt der Bestinformierte ist. Ja, aber also ich finde, die Info macht sonst keinen Sinn. Also warum sollte er sagen... Ich weiß es auch nicht, vielleicht hat das ja auch irgendwo aufgeschnappt, aber... Es steht ja seit Jahren im Raum, sage ich mal. Simpsons, stimmt. Ich finde sie immer noch okay, aber wenn man bedenkt, was sie früher waren, ist es halt ein Schatten seiner selbst und es sind jetzt mittlerweile 32 Staffeln oder so. Aber sie performen ja immer noch. Sie performen immer noch, allerdings steht seit längerem im Raum, das Ganze dann doch mal zu beenden. Das stimmt. Weil es vielleicht auch nicht mehr ein Kind seiner Zeit ist, sondern schon ein Erwachsener einer anderen Zeit. Es ist halt... Weshalb ich mit den Simpsons nicht warm werde, es ist mir ein bisschen zu glatt und zu... Nee. Das ist alles so ein bisschen... Ich will es nicht beleidigen, weil ich die Simpsons ja trotzdem gut finde.
aber es ist so ein bisschen Rentnerhumor teilweise. Es ist, ich kann darüber nicht richtig loslachen, sondern maximal glucksen. Das hat mich irgendwie nie so vom Hocker gehauen. Ist, was halt passiert ist, also wenn, ich habe die ersten 10 oder 11 Staffeln, glaube ich, auf DVD, dann habe ich aufgehört. Das ist teilweise schon nicht nur harter Tobak, sondern auch einfach geiles Fernsehen. Du hast gerade in den ersten Staffeln, also später, jetzt heutzutage ist zum Beispiel Homer ja mehr so einfach nur ein Trottel. Ist einfach nur dumm und fett und so. Und der war halt am Anfang eher eine sehr tragische Figur im Grunde. Und es gab in den ersten Staffeln sehr, sehr viele sehr emotionale Momente, die wirklich, wirklich stark waren. Und davon haben sie sich halt fast komplett verabschiedet. Das Ding ist aber auch, dass der ganze Erwachsenen-Comic-Markt, Zeichentrick-Markt, der teilweise ja oder oftmals sogar auch in Comedy-Richtung geht, mittlerweile ein viel, viel größerer ist, als das noch zu Beginn war. Und du hast jetzt einfach viel, viel mehr Alternativen und in meinen Augen auch viele deutlich bessere Alternativen als die Simpsons. Aber nicht mit den ersten Simpsons-Staffeln. Doch, ich würde schon sagen, dass es einzelne Serien gibt, die... Einzelne, aber nicht schon, viele. Nein, nicht viele, nein, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es gibt schon einzelne, die auch mit den ersten Staffeln der Simpsons konkurrieren können. Falls Elfman zumindest ein Ansatzrecht hätte, dann wäre wahrscheinlich nächstes Jahr in den USA nach Staffel 32 Schluss. Es wäre, glaube ich, schon ein ziemliches Beben in der Medienlandschaft. Trotz der Tatsache, dass die Simpsons nicht mehr so relevant sind wie vor 20 Jahren, das würde trotzdem nochmal einen Aufschrei geben. So ein bisschen, ich glaube, ein bisschen heftiger als bei uns die Lindenstraße. Oh Gott. Ey, das ist auch ein Riesending gewesen. Ja, Til Schweiger hat da begonnen. Ich weiß. Days of Our Lives ist, glaube ich, die am längsten laufende Telenovela in den USA. Auch die stand dieses Jahr kurz vor der Absetzung. Wurde jetzt aber nochmal um ein Jahr verlängert und mal schauen, was nächstes Jahr ist. Na gut. Lange Serie. Läuft tatsächlich, glaube ich, seit den 60ern. Ist komplett krank. Ja, also, ist nicht mein Ding. So viel Zeit kann ich nicht. Nein, um Gottes Willen. Ich wollte mal Dallas gucken. Es ist eine Telenovela. Das ist... Gut, nee. Dallas wäre auch eine Soap. Es geht ja, aber Dallas... Stellenweise in die Richtung. Aber du musst so viel Zeit aufwenden. Also wenn du nicht eh drin bist in sowas, dann brauchst du, glaube ich, sehr lange, um irgendwie reinzufinden. Und dann musst du halt auch die Zeit investieren, um dran zu bleiben. Und, die und Zeit vor allen Dingen, du musst mögen, dass das halt in Anführungsstrichen altes Fernsehen ist. Ja, klar. Das ist eine komplett andere Erzählstruktur, komplett andere Visuals. Das muss man halt mögen. So ein bisschen wie, als würde ich die Power Rangers von die erste Staffel gucken. Das ist kompletter Bullshit-Trash-Kack, wenn du dir das heute anguckst. Du kannst das eigentlich nicht ernst nehmen, weil selbst die Choreografie Grütze ist. Gut, Smallville ist aber heutzutage auch nicht mehr das, was es früher war. Ja, Staffel 1 von Smallville war sehr witzig, denn logischerweise halt mögen, ne? Die ganzen Highschool-Schüler, wir werden halt gespielt von Leuten, die knapp 10 Jahre älter sind, das fällt dir als Kind nicht auf, weil wenn du heute guckst, dass da irgendwie so 27, 28-Jährige die dummen pubertären Highschool-Schüler spielen, das ist schon sehr witzig. Und die Effekte sind halt grausam. Aber deswegen, ja, das macht altes Fernsehen auch aus. Es macht es auch charmant, und wenn man es mag, hundertprozentig gibt es ganz, ganz viele, die sowas nicht mögen. Ich würde es mir gerne angucken. So, dir geht es bei Smallville mit Sicherheit genauso. Also, auf jeden Fall. Das ist halt Kinder ihrer Zeit. Ich mag den Begriff sehr gerne. Ich auch. Ich bin auch ein Kind meiner Zeit, und das ist nichts Positives. Ja, es kommt immer auf den Aspekt an, aus dem man manche Kinder der guckt. Zeit hasse ich auch. Und da möchte ich auf unsere Arbeit zu sprechen kommen. Denn bei der Hatz. Ich rede von der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Ja, das dachte ich mir schon. Ich bin nur gespannt, ob das jetzt irgendwie strafrechtlich relevant wird oder ob wir da... Nicht für mich, glaube ich. Achso, dann ist gut. Das ist ja auch ein Stück weit privat. Nee, es gibt keinen Anspruch auf Informationen. Ja. Das ist mein Punkt. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Das leidige, ewige Thema, den wir uns seit Jahren umschlagen. Das ist immer sehr, sehr merkwürdig zu lesen, wenn wir einen Artikel posten. Mit wir meine ich logischerweise die Zeitung, der meistens hinter einer Bezahlschranke ist, dann kommen in letzter Zeit vermehrt Kommentare, die fordern, hey, das ist doch ein wichtiges Thema, wie könnt ihr das denn hinter eine Bezahlschranke packen? Oder warum kann ich das nicht so lesen? Da möchte ich den Satz wiederholen, es gibt keinen Anspruch darauf, also das ist eine Arbeit, die jemand tut, und das war's. Und für eine Arbeit bezahlt man im Normalfall. Du hast
und das ist zwar immer ein Totschlagargument, früher hast du das auch nicht so gemacht, aber es ist nun mal in dem Falle wirklich vergleichbar, weil dieselben Mechanismen im Hintergrund arbeiten und bezahlt werden müssen. Du hast früher dich auch nicht beschwert, wenn du eine Info in der Zeitung bezahlt hast. Du hast ja nicht die Zeitung aufgeschlagen, hast gesagt, oh, das ist jetzt aber ein wichtiger Artikel für mich gewesen, hast ihn ausgeschnitten, bist zum Verlag gegangen, hast gesagt, warum musste ich dafür jetzt zahlen? Warum habe ich das nicht kostenlos bekommen? Und nichts anderes ist es heute auch. Und wenn es ein ganz, ganz wichtiges Ding ist, wo es vielleicht um die Sicherheit der Leute geht oder wo es halt unfassbar wichtig ist, dass es öffentlich ist, dann ist das ja auch kostenlos. Aber irgendwo musst du halt die Grenze ziehen und heutzutage hast du scheißt halt als Verlag kein Geld. Und es muss eigentlich jedem klar sein, auch gerade in der Zeit, wo Bannerwerbung quasi verramscht wird und du mit Klicks auf deiner Website auch nichts mehr verdienst, du musst irgendwo eine Bezahlschranke einführen. Und irgendwo ist halt die Grenze, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt nicht mehr kostenlos anbieten. Und ja, natürlich ist es in gewisser Weise eine Willkür, weil man immer mal wieder entscheidet, Artikel hier, Artikel A ist jetzt kostenpflichtig, Artikel B nicht. Aber in Anführungsstrichen, sei froh, dass nicht alle komplett kostenpflichtig sind, denn eigentlich... Aber selbst wenn, also es ist eine erbrachte Leistung. Es wäre jederzeit das Recht auf der Seite des Verlages, zu sagen, ey, das ist alles kostenpflichtig. Denn es sitzt dahinter jemand, es sitzt dahinter ein ganzer Verlag, der in irgendeiner Art und Weise dafür arbeitet. Sei es, dass die Facebook-Seite seit Jahren gepflegt wird, sei es, dass die Webseite neu gemacht wird, gepflegt wird, dass die Finanzbuchhaltung läuft, der Redakteur, der das Ganze schreibt. Das alles sind ja Sachen, die sind nicht kostenlos. Und das ist schon eine ziemlich nervige Anspruchshaltung, die aber nicht nur uns betrifft, sondern im Allgemeinen ja sehr verbreitet ist im Netz. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass viele Printmedien das komplett verpennt hatten und damals quasi ihre Zeitung, weil sie gesagt haben, digital ist eh komisch, einfach 1:1 kostenlos ins Internet gestellt haben, weil es eh keiner liest. Zum einen das, aber zum anderen war es auch so, früher waren die TKPs, die Tausender Kontaktpreise für Bannerwerbung auch noch nicht so komplette Grütze wie heute. Die waren da schon. Kaufmännisches Sprech jetzt hier. Ja, die waren da schon deutlich besser. Da war es ein bisschen lukrativer, wenn du tatsächlich auch jemanden gehabt hast, der auf deine Seite klickt und dem Werbung angezeigt wird. Heute haben die meisten Leute entweder Adblocker. Firefox zeigt dir als Default-Einstellung schon keine Werbung mehr. Da verdienst du halt nichts. Und du hast gewisse laufende Kosten, die müssen irgendwie gedeckt werden und es muss irgendwo ein Gewinn abfallen und den kriegst du halt heutzutage nicht mehr anders. Und Journalismus ist fucking teuer. Guter Journalismus ist fucking teuer. Das ist richtig. Und ja, das kann man nicht ändern. Fotografenkollege hat da für mich immer einen sehr schönen Vergleich, wenn der halt logischerweise Fotos macht auf einen Termin und Leute ihn ansprechen und sagen, hey, kannst du das nicht dann nachher nochmal schicken, so für unsere private Website oder so? Und dann sagt er, ja, nee, kann ich nicht. Also du gehst ja auch nicht zum Bäcker und sagst, hey, du hast jetzt die 100 Brötchen eh gebacken, gib doch mal 10 ab. So, die sind ja eh für die Leute. Das machst du ja auch nicht. Also, das ist halt dein Job so. Wenn jemand arbeitet, dann kostet das halt Geld. Das ist die Basis dessen, auf was dein komplettes Unternehmen oder deine Selbstständigkeit in dem Fall basiert. Wo das Ganze drauf steht. Und wenn du anfängst, das kostenlos wegzuballern, dann machst du das nicht mehr lange. Das Problem ist natürlich, wenn du auf so einen Kommentar antwortest bei Facebook, von wegen, warum ist das nicht kostenlos? Und in 4-5 Sätzen erklärst, dass Leistung Geld benötigt und so weiter und so fort, dann stürzen sich natürlich alle auf dich. Aber ich muss da mittlerweile auch mal eine Lanze für unsere Facebook-User brechen. Denn ich weiß noch, wie es vor 2-3 Jahren war, aber ich habe das Gefühl, dass mittlerweile es viel, viel mehr Leute gibt, die auch bei solchen Kommentaren Kontra geben und sich dann dahinstellen und sagen, naja, arbeitest du für lau? Das finde ich, das tut mir dann immer sehr, sehr gut. Das freut mich auch sehr. Es klingt lächerlich, aber es ist Balsam für die Seele, wenn du so einen Kommentar liest und dir denkst, ach, Dankeschön. So, alle schießen auf dich, aber irgendwer stellt sich auch einfach mal kurz in den Weg. Er wird zwar über den Haufen geschossen, aber er stellt sich da kurz hin und du hast so ein gutes Gefühl. Ja, also ich habe es tatsächlich teilweise, dass ich moderiere die Kommentare ja nicht aktiv. Ich sehe die tatsächlich auch nur in der Freizeit dann. Und ich wische mich teilweise wirklich, wie ich so einen Kommentar lese und wirklich vor meinem Handy sitze und andächtig nicke und denke, ja, Kommentator XYZ, vielen Dank. Es freut einen echt. Das ist so eine Sache,
niemand gibt jemals positives Feedback. Das ist natürlich eine Verallgemeinerung, die nicht stimmt. Aber selten auf jeden Fall. Ja. Aber niemand wieder in Anführungsstrichen schickt einen Brief an die Zeitung und sagt, hey, toller Artikel, gute Arbeit, ciao. So, also 99% sind halt, ey, das war kacke, die Information war falsch, was macht ihr da, schreib doch mal darüber, warum schreibst du nicht darüber, das war falsch geschrieben. Logischerweise, weil wenn es gut läuft, hört man im Grunde nichts. Aber Briefe, E-Mails, auch Anrufe, die kommen, wo jemand einfach mal sagen will, hey, Christian Habort oder hey, Kathi Flau, das fand ich gut. So, ey, cooler Text, coole Geschichte, danke, dass du das gemacht hast, ciao. Das sind so Sachen, die freuen uns echt. Das ist krass. Das hat einen sehr, sehr positiven Effekt, auch auf die Journalisten selber. Ja klar, auf jeden, egal was du machst. Egal was du tust, du hängst ja eine gewisse Arbeit da rein. Und sei es jetzt, du machst es auf der Arbeit, sei es wir machen das hier im Podcast, die kleinsten Bestätigungen oder das kleinste Lob, das macht eine Menge aus. Das gibt einem echt viel Kraft für eine gewisse Zeit weiterzumachen, wenn man da einfach dann den Spaß wieder dran findet. Und gerade wenn man in dem Alltag irgendwo in so ein Laufrad reinkommt und dieses Laufrad irgendwann anstrengend wird, dann kann so eine kleine Aufmerksamkeit, die außer der Reihe kommt, richtig viel bewirken. Gerade bei Medium wie der Zeitung, also digital hast du ja noch eine relativ reziproke Verbindung so, wo es in beide Seiten gehen kann. Aber wenn du für eine Zeitung schreibst und die Zeitung als Printzeitung ausgeliefert wirst, dann ist es halt eine einseitige Geschichte. Also du kommunizierst mit den Texten, mit den Lesern, aber der Leser wird im Zweifelsfall nie mit dir kommunizieren, weil das so nicht funktioniert. Und deswegen ist das eine sehr ungewöhnliche, aber hin und wieder sehr schöne Erfahrung, sowas zu haben. Ja. Ich muss auch sagen, der persönliche Kontakt, der nicht im Netz ist, ist fast immer positiv. Selbst wenn er negativ ist, kannst du mit den Leuten sprechen. Ja. Dann hast du mal einen wütenden Anrufer und der sagt, ey, warum war das so? Warum war das so kacke? Was macht ihr denn da? Und dann sagst du, ja, das war so und so, es begab sich zu dieser Situation, bla bla, das war so und deshalb entstand das so. Und dann sagt er, ja, war jetzt nicht gut, aber ich verstehe es jetzt. Und dann glätten sich die Wogen und das ist so eine wunderschöne Sache. Finde ich auch gut, wenn jemand sauer ist, dann anruft. Klar, es ist ein unangenehmes Gespräch, aber dann kommen beide Seiten, können sich irgendwie austauschen und es ist nicht so, dass derjenige, der anruft und irgendwie sauer ist, angepisst ist wegen irgendwelcher Gründe, ob das jetzt berechtigt oder unberechtigt ist, mal vollkommen egal in dem Fall. Er frisst nicht den Frust in sich rein, sondern es wird mal kurz drüber geredet, beide Seiten wissen Bescheid und beide Seiten haben im besten Fall irgendwas draus gelernt oder zumindest irgendwie was mitgenommen aus dem Gespräch. Und vor allen Dingen ist der Groll irgendwo aus der Welt geschaffen. Ich finde es sehr angenehm. Ja. Ist schon spannend, so ein Medienleben. Es ist wirklich spannend. Und damit es nicht zu spannend wird, kommen wir jetzt zu einem Film, der neu ist, seit dem 27. November, wenn mich nicht alles täuscht, auf Netflix in Deutschland zu sehen. Und es geht um The Irishman. The Irishman. Und zwar möchte ich kurz Hintergrundinformationen liefern, bevor du beginnst. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, du hast ihn bereits gesehen. Der Film hat etwa 173 Millionen Dollar gekostet, mindestens, sagt man. Und es gibt diese schöne Hintergrundgeschichte, denn Scorsese, der Regisseur, hat ja in letzter Zeit sehr auf Marvel rumgekloppt, weil er sagt, das ist seelenlose Scheiße und so und das ist nicht sein Kino. Macht jetzt allerdings den Film nicht fürs Kino, sondern für den Fast-Food-Film-Lieferanten Netflix. Ja, kannst jetzt sagen, was du willst, aber es ist... Weißt du, was ich dir sagen will? Du hast mit Netflix die einzige Produktionsfirma, die den Arsch in der Hose gehabt hat, diesen arschteuren Film zu finanzieren. Das war der einzige Grund, warum Scorsese da hingegangen ist. Eben. Und der Rest der großen Studios haben es nicht gemacht. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen für Netflix. Netflix hat natürlich auch, ich glaube, die haben mega viele Schulden, aber denen ist das Geld halt egal. Und Scorsese ist einer, der sich sagt, ey, ich will meine Kunst hier durchbringen. Mir ist es scheißegal, wie viel das kostet und es wird viel kosten, aber ich suche jemanden, der das bezahlt. Und es ging wohl bis zu 200 Millionen, man weiß es nicht genau. Aber wir werden nun erfahren, ob es funktioniert hat. Mirko mit The Irishman. Ja, vielen Dank. Wir haben natürlich ein unfassbares Ensemble aus Martin Scorsese als Director und in den drei Hauptrollen würde ich eigentlich fast sagen Al Pacino, Dustin Hoffman wollte ich fast schon sagen, wie heißt der denn? Hier, das wäre ein Kracher gewesen. Das wäre heftig, aber da würde auch Dustin Hoffman nämlich so einen Mafia-Mobster nicht ab.
Bei aller Liebe nicht. Dustin Hoffman und Richard Gere. Wer heißt er denn jetzt? Hier, Al Gore? Nee, Al Gore. Ist das nicht ein Präsident? Präsidentschaftskandidat gewesen. Ja, auf jeden Fall. Joe Pesci spielt auch eine der drei Hauptrollen. Wir haben in den 80er Jahren in Casino schon zusammen vor der Leinwand gestanden, zu dritt. Und haben da wohl einen ziemlichen krassen, grandiosen Mafia-Mobster-Film geschaffen. Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci. Robert De Niro, danke, den meinte ich. Sieht aber ein bisschen aus wie Richard Gere. Ja, die sehen sich alle recht ähnlich. Das ist schon, ja. Die drei reißen auf jeden Fall richtig was ab. Es ist sehr schön, Joe Pesci nochmal zu sehen. Der ist ja offiziell eigentlich schon in Rente gewesen. Hat gesagt, er macht nichts mehr. Robert De Niro hat ihn daraufhin sehr bearbeitet, zusammen mit Martin Scorsese. Und sie haben ihn dann nochmal zurückbekommen für diesen Film. Mittlerweile anscheinend, ich schätze wirklich, dass es ihm Spaß gemacht hat, denn er bestreitet jetzt wohl, dass er jemals im Ruhestand war. Er hat nur gesagt, ja, ich habe halt nicht gearbeitet. Also, wer weiß, vielleicht sieht man Joe Pesci ja jetzt doch nochmal in einem anderen Film. Es ist ein ziemlicher Schinken mit 3,5 Stunden. Also wirklich ziemlich auf die Minute genau, glaube ich, 3 Stunden und 29 Minuten. Er ist aber keine Minute zu lang. Und keine Minute zu kurz. Es ist sehr schön beschrieben. Er hat keine Längen. Du denkst dir nie, oh, ja, der Dialog, den hättest du jetzt auch sparen können. Es gibt ein paar, in Anführungsstrichen, unsinnige Dialoge, aber die passen da perfekt rein. Du siehst, dass für den Film sehr, sehr viel Geld aufgewendet wurde. Das sieht einfach alles sehr, sehr schön aus. Al Pacino hat gesagt, es fühlte sich an, diesen Film zu drehen, wie als wäre er wieder in den 70ern. Und ich denke, das kann man in diesem Fall definitiv als Kompliment verzeichnen. Es ist eine spannende Story, die ähnlich wie Once Upon a Time in Hollywood grob auf wahren Begebenheiten basiert. Ich möchte gar nicht so weit ins Detail gehen. Ich möchte auch nicht groß spoilern. Ich kann euch nur sagen, 3,5 Stunden sind viel, sehr, sehr viel, aber die Zeit lohnt sich. Die kann man dafür definitiv investieren. Wer noch kein Netflix-Abo hat, sollte sich eigentlich spätestens jetzt eins holen. Denn es ist mit dem Budget natürlich die teuerste Netflix-Filmproduktion aller Zeiten bisher. Ja, und aber vor allen Dingen investiertes Geld? Definitiv. Und ich bin mir fast sicher, dass sie den ein oder anderen Oscar damit abräumen werden. Ich hoffe. Allein für den Cast und für den Regisseur. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Ich werde wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche gucken. Was ich da im Übrigen sehr, sehr witzig finde, ist, dass jetzt Scorsese höchstwahrscheinlich zusammen mit Endgame nominiert sein wird für einen Oscar bester Film. Das wäre sehr, sehr, sehr witzig. Das wäre quasi sein persönliches Endgame. Ja. Ach nee, finde ich schön. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und hoffe, dass der bei den Oscars ordentlich abräumt. Das hat er verdient. Habe ich schon erwähnt, dass ich Joe Pesci liebe? Ja, ich glaube 2-3 Mal. Okay. Der spielt so gut. Wen du noch liebst, glaube ich, ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, in etwa so sehr wie Halsschmerzen. Wow, hast du gerade eine hoch angesehene Politikerin mit Halsschmerzen verglichen? Hoch angesehen ist sie nicht. Sie hat Umfragewerte von, und das kriege ich in meinem Statista-Newsletter immer mitgeliefert, von momentan meine ich 18%. Das ist schon unterirdisch. 8% ist mehr als 15%. Ja, aber von den Spitzenpolitikern, also von den wirklich führenden Spitzenpolitikern außerhalb der AfD, gibt es, glaube ich, keinen, der schlechter dasteht. Das ist schon nicht gut. Zumindest. Vor allen Dingen 18%, wenn fast 30% deine Partei wählen. Das ist dann wiederum blöd. Das ist schon kritisch. Also sie hat überlegt, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Oder sie möchte das zumindest einbringen als Thema, über das man mittelferner Zukunft mal diskutieren sollte, um es weniger drastisch auszudrücken. Ja, ich finde, es ist immer einfach, sowas rauszuhauen, wenn man selbst nicht Gefahr läuft, da reinzufallen. Na gut, wahrscheinlich hat sie aber ein soziales Jahr damals gemacht, ne? Gut, da gehe ich von aus, ja. Wobei, ja doch, ein soziales Jahr wird sie ja mindestens gemacht haben. Dennoch, ich bin kein Freund von der Wehrpflicht, sei es jetzt in der Bundeswehr oder dass du halt in so eine soziale Schicht gehst, in Zivi machst, genau. Wir sind beide drumherum gekommen. Als wir so alt waren, gab es das schon nicht mehr.
Ich habe von vielen gehört, dass sie es als positive Erfahrung sehen. Ich störe mich aber ganz, ganz stark an dieser Bevormundung. Ich finde, das greift mir persönlich deutlich zu weit in die eigene Freiheit ein, in die Selbstbestimmung ein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Geht bei mir in eine ähnliche Richtung, wobei ich mich fast schlecht fühle, das zu sagen. Ich glaube, es ist allein der Zivi, ein Jahr in Anführungsstrichen der Gesellschaft was zurückzugeben, im Altenheim zu arbeiten oder so, Pflegestation. Aber das ist, wir hätten das nicht nötig, wenn wir den Leuten, die jetzt schon da arbeiten, ordentliche Löhne zahlen würden und ordentliche Arbeitsbedingungen schaffen würden. Das Ganze wirkt für mich vielmehr, wir wollen den Pflegenotstand durch billige oder kostenlose Arbeiter so ein bisschen nach hinten schieben oder ein bisschen entschärfen und machen das Ganze unter dem Deckmantel von, naja, wir tun ja was für die Gesellschaft. Ich glaube, AKK will eher neue Soldaten, oder? Das wird wahrscheinlich ein positiver Nebeneffekt sein, ja. Und das sind beides so Dinge, nee. Das muss man anders lösen können. Ich finde es grundsätzlich gut, den Gedanken, aber ich bin extrem froh, es nicht machen zu müssen oder mal gemacht haben zu müssen. Ich auch, definitiv, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nicht, also ich werde tatsächlich wahrscheinlich eher zum Bund gegangen, als dass ich dieses Freiwillige oder den Zivi gemacht hätte. Ich möchte aber ehrlich gesagt beides nicht. Nee, ich auch nicht. Beim Bund hast du natürlich sehr viele Möglichkeiten. Ja. Was allein Führerschein oder sonst was angeht, irgendwelche Weiterbildungssachen, die könnte ich natürlich da ordentlich pushen, aber ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es für viele eine positive Entwicklung hat, aber es steht dir ja weiterhin immer noch frei, das zu machen. Es gibt FSJ, Eben. Es gibt Bufdi, es gibt die Bundeswehr. Du kannst dich da einschreiben, es ist ein Arbeitgeber und zumindest was so die Sachen drumherum angeht, auch kein schlechter. Das kannst du alles machen und wenn das Ganze momentan wohl irgendwie so unattraktiv ist, dann muss man an den Rahmenbedingungen was ändern und die Leute nicht dazu verpflichten. Das ist in meinen Augen eher ein Eingeständnis einer Niederlage und ein ziemliches Armutszeugnis. Von einem Land, ich versuch's nicht mal. vor unserer Zeit. Ich möchte nochmal abgeben, Forst Teger, denn da dürfte zu dieser Stunde, Sekunde der zweite Film vorbei sein, nämlich Zombieland 2 in den Rollen Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone und die vierte. Abigail Breslin. Alles klar. Und genau, da schalten wir kurz rüber zu einer schnellen Einschätzung. Aber Einschätzung, ich starte einfach nochmal neu, ich werde es nachher eh nicht schneiden, aber trotzdem immer nochmal sagen. Und deshalb sind wir gleich wieder da. Bis dann. Ciao. Hm? Oh Gott, nochmal, da. Ja, ich stehe hier natürlich direkt vor der Zombie-Apokalypse in Zombieland 2, was ein absolut irrer Spaß ist. Irre im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Film ist wirklich irre in jeder Hinsicht. Die Regie, wie beim ersten Teil, wieder Ruben Fleischer, das Drehbuch ist von den gleichen, die vier Hauptcharaktere. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone und Abigail Breslin sind wieder mit an Bord nach 10 Jahren, was eigentlich schon der größte Coup ist, denn damals waren es noch nicht Oscar-Gewinner respektive Oscar-Nominierte, sondern in Anführungsstrichen ganz normale Top-Schauspieler. Und die gröbste Angst, die viele wohl hatten vor Release des Films, war, dass das Ganze floppt, dass es nicht mehr so gut sein kann, dass irgendwie die Luft raus ist, aber das ist auf keinen Fall so. Also das Ganze ist solide bis absolut gelungen. Der erste Teil natürlich war eine Überraschungssensation damals, aber ich denke, als würdige Fortsetzung, wie man so schön sagt, funktioniert auch der zweite. Es ist wie im ersten sehr ironisch. Die vierte Wand ist im Prinzip völlig egal, die Story eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. Also die gibt es und die geht auch am Ende wunderbar und grandios auf, aber wenn man ehrlich ist, ist sie eher Nebensache. Denn man hat wirklich 2 Stunden puren Spaß. Es ist ganz klar Fanservice von vorne bis hinten, allein, dass die alle wieder zusammengekommen sind. Aber Fanservice ist ja durchaus was Positives und ich glaube selten was Fanservice so witzig und so gut. Es gibt ja, vielleicht zur Story neue Zombie-Arten, neue Charaktere. Darauf bezieht sich auch der Titel zum Beispiel, doppelt hält besser.
Es gibt nämlich auch Doppelgänger der eigentlichen Hauptcharaktere, also moralische, charakterliche Spiegelbilder. Tallahassee, der von Woody Harrelson gespielt wird, hat seine Twinkie-Obsession abgelegt. Das Ganze geht jetzt bei ihm auf Elvis über. Also Elvis spielt eine sehr große Rolle, auch wenn der logischerweise nicht selber auftritt. Und vielleicht noch ein Wort zur Post-Credits-Scene, also zur Szene, die nach den ersten Credits gezeigt wird. Nur zwei Stichpunkte. A, Bill Murray. B, vermutlich die beste End-Credit-Scene, Post-Credit-Scene ever, so, aller Zeiten. Also allein wegen dieser Szene sollte man sich den Film geben. Denn man wird nicht enttäuscht, wenn man entweder Bill Murray oder Zombies oder irgendwas auf der Welt mag. Oder wenn man Spaß hat an Filmen, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Ich sag mal, euer Leben wird sich nicht ändern, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, beziehungsweise wenn ihr ihn gesehen habt, aber wenn ihr ihn seht, dann habt ihr 2 Stunden wirklich großen Spaß und ihr werdet gar nichts bereuen, denn wie auch schon im ersten Teil, es ist nicht gruselig, also wenn man Zombies hört, ist man ja oft abgeschreckt, kann ich das gucken, ich mag keine Jumpscares und Horror und so. Also ja, es gibt Zombies, manche sind auch eklig, aber es hat nichts mit Grusel zu tun. Dafür ist es in jeder Hinsicht zu ironisch, zu witzig, macht sich über sich selber lustig. Ich glaube, es werden alle möglichen Zombie-Filme und Zombie-Serien, die es sonst gibt auf der Welt, erwähnt. Der Start, also der Film beginnt mit dem Satz, schön, dass ihr euch bei all der Konkurrenz für uns entschieden habt. Das ist nicht mal eine Meta-Ebene, das ist einfach nur die Ebene. Und vielleicht noch ein Wort zu einer möglichen Fortsetzung. Da hatte Ruben Fleischer gesagt, er könnte sich das durchaus vorstellen, wenn der zweite Teil auch gut ankommt. Und Emma Stone hat schon eingeworfen, wenn man jetzt schon 10 Jahre für den zweiten gebraucht hat, vielleicht sollte man dann einfach weitermachen und den Rhythmus fortführen. Das bedeuten würde, im Jahr 2029 käme Zombieland 3. Das war's jetzt aber von mir. Macht's gut, haut rein. Und ich gebe zurück ins Studio. Ja, Johannes, auch ich bin der Meinung, dass das der eigentliche Oscar-Anwärter dieser Woche ist. Von Dingen, die geil sind, kommen wir zu anderen Dingen, die geil sind. Ich habe das zweite Print-Abonnement meines Lebens abgeschlossen. Oh, und jetzt bin ich gespannt. Das Mitarbeiter-Abo der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung mal aus. Ich habe damals die Bravo Sport abonniert gehabt. Und jetzt ist es tatsächlich die Cinema. Ah, die Cinema, okay. Ja. Eine monatlich erscheinende Kinozeitschrift, wo unglaublich viele Filme... Kritisiert ist immer das blöde Wort. Was heißt Review auf Deutsch? Besprochen werden. Ja. Viele Hintergrundreportagen, die reisen teilweise in die USA, sind dann, das sind so 6-7 Seiten dann mit vielen Bildern und Texten zu den Dreharbeiten eines Films. Geschichtliches, inzwischen viel zu Serien und so weiter. Mega geil. Habe ich mir immer gekauft, jeden Monat für Monat für Monat am Kiosk. Und jetzt kommt sie Monat für Monat für Monat in meinen Briefkasten gewandert. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Man fühlt sich sehr erwachsen dadurch. Ich finde es aber auch, gerade bei Magazinen, ich liebe das. Wenn das ein Magazin ist, was du magst und was vor allen Dingen am besten noch nischig nerdig ist, in genau deiner Nische Nerd-Kram. Es fühlt sich hochwertig an. Es fühlt sich hochwertig an und du freust dich da ein bisschen, du beschenkst dich quasi jeden Monat immer ein bisschen selber. Du freust dich immer, das ist ein kleines Geschenk, so eine kleine Aufmerksamkeit von dir selber aus der Vergangenheit. So, ach Mensch, da ist es wieder. Ich habe das Katapult-Magazin abonniert, das kommt nur alle 3 Monate. Aber das ist auch immer, ich krieg dann das liegt in so einem braunen Umschlag und dann sehe ich das immer und denke mir, ja, das ist geil, da habe ich jetzt Bock drauf. Das ist es, deswegen habe ich es gemacht. Eine Freundin hat es auch gemacht, also wir haben quasi zu zweit 2 Abos abgeschlossen und versuchen damit dem Verlag unter die Arme zu greifen. Denn ich gehe davon aus, dass es wie vielen anderen Printmedien, auch der Cinema, dass sie nicht boomt gerade, auch wenn sie natürlich inhaltlich stark ist, aber dass sie nicht boomt. Und es war einfach eine sehr schöne Aktion von uns beiden. Da haben wir uns beide auch auf die Schulter geklopft. Es fühlt sich halt unglaublich erwachsen an. Das stimmt. Also ich habe ja. Es ist wie, wenn man so einen halben Brie-Käse im Kühlschrank liegen hat. Denkst dir so, ich habe es geschafft. Also ich habe einen gewissen Lebensstandard und den kann ich jetzt halten. Von da kann ich aufbauen. So auf dieser Basis möchte ich mein Leben aufbauen. Brie-Käse und Cinema. Ja. Ich habe eine Zeit lang ja mal die Zeit abonniert gehabt. Zeit. Ja, da würde ich mir, das wäre too much für mich. Ist halt ein echter Brecher, ne? Also, ich habe es ja irgendwann nicht mehr abonniert gehabt, beziehungsweise habe jetzt das Abo gekündigt im Sommer. Nicht aufgrund inhaltlicher Geschichten, sondern die ist halt einfach zu massig. Die passt nicht in meinen Briefkasten. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, der ist halt voll. Und das Problem ist,
immer wenn sie da reingestopft wurde, habe ich sie entweder zerrissen beim Rausnehmen oder sie hing halb draußen. Was jetzt auch nicht so geil ist. Also es ist, ist ein Kampf gewesen. Schade, schade. Aber die Zeit im E-Paper online lesen ist nicht. Nee, eine das Zeit geht brauchst nicht. Du haptisch. Das geht nicht. Sorry. Da musst du Wertigkeit in der Hand haben. Ja. Von Wertigkeit komme ich zu SpongeBob. Magst du SpongeBob? Ich fand das nie wirklich gut. Ich fand es damals schon sehr, sehr cool. Ich habe es damals sehr viel geguckt. Kleines Kind, ja. Und ich weiß, tiefe, andere Ebene für Erwachsene und so. Ich war nie ein großer Fan. Naja, aber tiefe Ebene würde ich jetzt auch nicht unbedingt einiges ist recht. Ja, dass die Hauptcharaktere, die sieben Todsünden, ja. Aber das ist halt schon auch, das ist so ein bisschen wie der Deutschlehrer, der in das Heinrich Thomas Mann, Heinrich Heine wollte ich eigentlich sagen, in das Heinrich Heine Gedicht ein bisschen zu viel reininterpretiert. Das ist ein bisschen, der hat es ein bisschen gut gemeint. Zumindest soll es eine neue SpongeBob-Serie geben. Eine Spin-Off-Serie. Warum lief das diese Woche alles an mir vorbei? Wo war ich? Es ist noch nicht bestätigt. Der RND, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, ich berufe mich mal auf die Quelle, um nicht selber dann blöd dazustehen, hat berichtet, dass Netflix mit Nickelodeon einen 200-Millionen-Dollar-Deal abgeschlossen hat. Da Netflix auf die Charaktere von Nickelodeon steht und hat jetzt gesagt, hey Leute, SpongeBob war doch schon ziemlich cool, wir machen da einfach eine Spin-Off-Serie. Und die soll sich um den Nachbar von SpongeBob, um Thaddeus Tentakel drehen. Okay. Ja gut, Netflix muss sich natürlich auch umschauen nach neuen Franchises. Alles mit Vorsicht zu genießen natürlich. Also dass Netflix und Nickelodeon einen Deal haben, das konnte man schon lesen, das weiß ich. Da gab es schon öffentliche Artikel zu. Ja, es ist halt echt ein bisschen problematisch durch Disney Plus und auch dadurch, dass jetzt auch andere Produzenten mit ihren eigenen Streamingdiensten nachziehen, schwimmen denen so ein bisschen die Fälle weg. Und klar, dann müssen sie nach anderen Franchises suchen, die sie sich dann irgendwo unter Nagel reißen können. Von daher, ja, mal schauen, ob sich das auszahlt. Ich bin mal gespannt. Ich finde tatsächlich auch weiterhin noch das Angebot von Netflix ganz angenehm. Also mir fehlt jetzt noch nicht so viel, als dass ich sage, muss ich mir über eine Kündigung nachdenken. Das wiederum habe ich eher bei Amazon Prime. Aber auch da sind jetzt ein paar Serien wieder dazugekommen, die mir ganz gut in den Kram passen. Ich habe mir jetzt wieder einige auf Blu-ray gekauft. Ah, ich will jetzt das Arrowverse fortsetzen. Ich glaube, ich bin gerade in der vierten Epoche oder so. Also Arrow Staffel 4, Flash Staffel 2, Supergirl Staffel 1 und Legends of Tomorrow Staffel 1. Boah, allein dafür bräuchte ich schon wieder eine Excel-Tabelle. Habe ich, ja. Macht's einfacher, weil die dann mit Crossovern hier und da und die Serie mit der und so. Ich gucke kaum Netflix, also Irishman gucke ich mir jetzt mal wieder an. Aber ich benutze es recht selten. Was auch schon wieder leicht dekadent ist, finde ich. Kannst du halt nicht alles immer nutzen, das ist schon normal. Ja. Aber ich finde, Netflix ist schon für mich momentan der optimale Streamingdienst. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, also persönlich bin ich sehr, sehr gespannt auf Peacock, den Streamingdienst von NBC. Denn NBC hat viele, viele Serien, die ich ganz gerne mag. Leider befürchte ich auch, dass wenn so die erste Welle der Streamingdienste hops geht, Peacock mit dabei sein wird. Klingt so, ne? Klingt auch schon wie sowas, was das schnell wieder untergeht. Ja, so ein bisschen wie die Uja. Mal kurz gehypt und heute weiß niemand mehr, was es ist. Also ich werde mir auf jeden Fall Disney Plus holen. Ich auf gar keinen Fall werde ich das tun. Absolute Frechheit, dass das immer noch nicht in Deutschland erhältlich ist. Aber ich stehe nicht auf Streamingdienste. Ich stehe nicht auf Disney, deswegen können die mich mal mit ihrem Streaming-Kram da. Warner Brothers. Achso, erst du. Ja, einzig ärgerlich ist es da. Da hätte ich nämlich ganz gerne chronologisch mich einmal von vorne bis hinten durch die Simpsons geguckt. Aber die werden bei Disney Plus sein und das werde ich mir nicht geben. Ich kann dir die DVD-Staffeln ausborgen. Ja. Wirst du aber niemals gucken, dann. Wahrscheinlich. Ich finde den Streamdienst von DC, also von Warner Brothers, auch noch sehr interessant. Werde ihn wahrscheinlich aber erstmal nicht holen. Weil ja, das dann. Warner Brothers hat auch einige gute Serien, das wäre auch noch. Vor allem die DC-Superhelden interessieren mich. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, aber HBO ist ja in Deutschland, glaube ich, gar nicht zu sehen. Es gibt. HBO kriegst du über Sky, meine ich. HBO hat einen Vertrag mit Sky.
muss ich da mal reingucken, weil Watchmen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, gibt es ja auch als Serie jetzt, die aber deutlich anders aufgebaut ist, aber die sehr, sehr tiefe Thematik von Watchmen gefällt mir sehr. Deshalb interessiert mich diese Serie, weil das echt deepes Zeug ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, auf HBO geht einiges so ein bisschen am Mainstream vorbei, oder? Habe ich das Gefühl? Ja, ist halt, das Ding ist, HBO ist halt ein Pay-TV-Kanal, auch in den USA Pay-TV. Und ist in den USA halt schon ein ziemlich großes Ding. Hier gar nicht. Also die meisten Leute haben, glaube ich, vor Game of Thrones noch nie in ihrem Leben von HBO gehört. Ja. Und ja, es lohnt sich für HBO nicht, in Deutschland eine eigene Dependance aufzumachen, sage ich mal. Und deswegen, meines Wissens nach, kooperieren die mit Sky. Da habe ich, glaube ich, auch noch einen Account, den ich demnächst löschen wollte, aber dann gucke ich da doch erstmal nochmal rein. Ich würde, über HBO ganz gerne gucken würde, wäre Last Week Tonight mit John Oliver. Aber da gibt es ja immer diese großen Bits auf YouTube, die reichen mir eigentlich fast schon. Aber ich würde auch gerne die ganze Serie sehen. Oder die ganze Folge immer. Ja. Und Adult Swim. Ist auch ein eigener Kanal in den USA. Ist hier dann. Geht mal ein bisschen, mal sind es irgendwelche kostenlosen Sachen auf der Webseite, mal sind irgendwelche Serien bei Comedy Central in Deutschland angeliefert, das wird auch irgendwie so alles auseinander geflattert. Manches ist dann bei Netflix, manches ist dann bei, wie heißt es hier, nicht HBO, sondern auch so ein ganz komischer Spartenkanal, Comedy und Crime gibt es davon, nicht CBS. ABC? Nee, nicht ABC, aber es geht irgendwo in diese Richtung. Oh Gott. Ist halt so ein ganz komischer kleiner Spartenkanal, der super viele Sachen exklusiv für Deutschland hat, der aber, ich glaube, irgendwie Zuschauer 0,2% durchschnittlich hat, weil der halt auch Pay-TV ist. TNT Crime und TNT Comedy. Und auf TNT Comedy laufen super viele richtig geile Serien, die du dir aber nicht angucken kannst, weil es halt Pay-TV ist. Aber die haben halt die Ausstrahlungsrechte für Deutschland. Doof. Na gut. Jo. Haben wir's? Nicht ganz. Ich habe zwei noch. Ich habe eine kurze Anekdote. Die will ich einfach nur in einen Raum werfen, weil ich sie so strange finde. Ich bin auch ein bisschen desillusioniert. Ich komme aus Schleswig-Holstein und ich will da gar nicht zu sehr auf die ganzen Begrifflichkeiten und genauen Orte eingehen, aber mein aus frühester Kindheit, mein Lieblingsrestaurant hat mittlerweile dicht gemacht. Das in Schleswig? Nicht in Schleswig. Du wirst es nicht erraten, du kennst es nicht. Ist auch nicht, also habe ich halt nur schöne Kindheitserinnerungen dran, ist schön, ich war vor gar nicht so langer Zeit das letzte Mal da und es ist jetzt ein Puff in den Räumlichkeiten. Ach, und gut. Das zerstört jegliche kindliche Erinnerung an dieses Restaurant komplett. Das macht mich, ich bin nicht prüde, aber das macht mich schon ein bisschen traurig. Nicht nur, dass ich nicht mehr in dieses Restaurant kann, es ist halt ein Puff. Ja, cool. Danke dafür. Kann man sagen. Da fällt mir irgendwie die eine Folge von How I Met Your Mother ein, in der Lilly in ihr altes Apartment zurück will, aber da dann so ein China-Restaurant drin ist. Ja. Und auch ihre Kommode da noch steht und all ihre Sachen im Prinzip noch da sind. Aber und am Ende doch sogar der Remix von Marshall genau, da läuft. Mit der Liebeserklärung. Voll gut. Und alles aber aus ihrem Inventar quasi in dieses Restaurant irgendwie in die Garnitur eingebaut wurde, in das genau. Mobiliar, und das ist ganz großartig. Das glaube ich sogar aus der ersten Staffel noch. Ja, könnte die erste sein. Ja, und beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben, gab es noch nicht viele belastbare Fakten zu Half-Life Alyx. Mittlerweile ist ein bisschen was rausgekommen. Ja, es ist so, dass im Trailer erwähnt wurde, Half-Life Alyx soll im März 2020 rauskommen. Muss man alles mit Vorsicht genießen, denn es gibt, glaube ich, sogar einen eigenen Wiki-Eintrag zum Thema Valve Time. Wenn sie jetzt sagen, es dauert noch 4 bis 5 Monate, dann rechnen wir mal ungefähr mit einem Jahr. Dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es dann irgendwann rauskommt. Es ist halt Valve, die halten sich nie an ihre Vorgaben. Selbst es gab einmal ein Update und da haben sie gesagt, es kommt in den nächsten paar Stunden, es kam einfach 5 Tage danach. Die halten sich wirklich nicht an Zeitpläne. Aber wenn es gut wird am Ende. Absolut. Sollen sie sich alle Zeit nehmen. Die haben
12 verschissene Jahre gebraucht, um einen neuen Teil rauszubringen. Auf den einen Monat mehr oder weniger kommt es nicht an. Macht's gut und für den Rest nehmt euch Zeit. Hauptsache es kommt irgendwann. Ja, der Trailer sieht fantastisch aus. Also, es ist natürlich so ein Trailer, man muss auch da immer ein bisschen mit einer Prise Salz rangehen. Aber mein Gott, sieht das gut aus. Es ist, es sind mir fast die Tränen in die Augen geschossen, als ich dann einzelne Charaktere gesehen habe. Ich habe die Stimme von Alex Vance gehört, ich habe ihren Vater Eli Vance gesehen und am Ende der G-Man, der in der im Trailer nochmal ganz kurz bedächtig wieder viel und gleichzeitig nichtssagend in die Kamera schaut. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke, dass das endlich wieder weitergeht mit diesen Charakteren. Das ist unfassbar schön und das trägt mich seit Tagen, dieses Glücksgefühl. Das ist einfach schön. Ich bin einfach nur gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Und ja, danke Valve. Endlich. Endlich. Das ist schon wieder eine Träne, aus dem Auge läuft. Ja, das ist kurz davor. Ich bin überwältigt. Das ist schön. Ich habe die Hoffnung eigentlich schon fast aufgegeben. Da gibt es dieses schöne Meme von Hawkeye aus Endgame, wenn er sagte, don't give me hope, don't do that. Ja. Und so war es ganz oft, auch wenn sie irgendwelche Witze gemacht haben. Oder ja, sie haben ja selber ganz gerne mal ein Späßchen gemacht. Und ja, es war Enttäuschung nach Enttäuschung nach Enttäuschung nach Enttäuschung. Und du bist halt irgendwann einfach innerlich tot gewesen, abgestumpft. Und sah es aus wie Hawkeye. Ja. Nee, jetzt bin ich dann quasi mit meinen Themen am Ende. So. Sprachfehler auch noch eingebaut, haben wir alles. Gut. Nee, wir haben noch nicht alles. Eine Person ist noch nicht erwähnt worden. Möchtest du das übernehmen? Klar, sagst du mir den Anfangsbuchstaben? Oh, Digga. Wen erwähnen wir denn hier jede Folge? Hitler? So. Auch. Auch. Ich wollte jetzt nicht auf Hitler hinaus, aber ich meinte eigentlich eher Diana zu Löwen. Ich bin etwas enttäuscht von dir. Oh, stimmt. Oh, das ist schon das zweite Mal. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Also ich hätte sie bestimmt gleich in die Top-Liste irgendwie eingebaut. Wir haben die Top 5 Obstsorten. Mit Sicherheit hätte ich sie da eingebaut. Wie willst du sie da einbauen? Vielleicht habe ich in einer Folge gesehen, wie sie ein Apfel isst oder so. Ja, aber ist ein Apfel in der Top 5? Nein, nie. Also in keiner Top 5 ist der Apfel. Wirklich, maximal Apfelsaft. Aber, okay, da sind wir uns schon mal einig, schön. Sehr gut. Willst du beginnen oder soll ich beginnen? Diana zu Löwen, Grüße gehen raus. Ich kann gerne beginnen, wenn du möchtest. Nun kommen die fantastischsten Obstsorten, die es überhaupt nur gibt in Deutschland. Ja. Ich habe gehört, in anderen Ländern schmecken sie deutlich besser, zum Beispiel in Südamerika. Sagen alle. So, wer einmal da war, sagt, boah, schmeckt das scheiße hier. Aber egal. Dann darf ich niemals in Südamerika Obst essen, weil dann bist du ja voll das wäre super dumm, geflasht. Ne? Du zerstörst dir ja die komplette Basis. Ich kann mir vorstellen, dass es einem gar nicht schmeckt, weil dann isst du irgendwie so eine Mango oder irgendwie sowas und es ist so intensiv, dass du komplett überfordert bist und dass es dir nicht schmeckt, weil es so stark ist. Und weil du nicht in eine Weintraube beißt und du bist so, ja, ist halt so ein bisschen Wasser und so ein bisschen süßlich, sondern weil die echt dann krass intensiv ist. Das wäre schon irgendwie komisch. Meine Honorable Mention ist die Ananas, aber Hauptsache sie ist warm und auf Pizza. Bullshit. Dankeschön, was ist deine Menschen? Bullshit. Unfassbar, wie er mit so einer Scheiße hier direkt schon starten kann. Da werde ich ungehalten. Oh, einfach nur ein Trigger jetzt. Ja, ich weiß. Mein Honorable Mention sind Sanddorn, einfach weil es ganz viele Süßigkeiten gibt mit Sanddorn-Geschmack. Und Eissorten. Und Eissorten. Und Limette. Sieht super aus und ist einfach die bessere Zitrone. Sagen wir mal ehrlich. Hand aufs Herz. Ja, ich war immer Zitronengeil. Ah, nee. Limette ist die bessere Zitrone. Zitrone ist einfach die OG-Limette. Ich sag's, wie es ist. Nee. Trink mal Zitronentee und trink Limettentee. Limettentee all the way. Auf jeden Fall. Okay, aber was stellst du denn in den Kühlschrank? Du stellst ja nicht so eine kleine grüne Flasche da rein, sondern so eine gelbe Plastikflasche, wo Zitronensaft drin ist. Ja, natürlich stelle ich mir auch eine grüne da rein. Das ist ja widerlich. Also, komm, das geht jetzt echt über eine Grenze hinaus. Was sagt Mr. Ananas auf Pizza? ich glaube, ich werde nicht mehr. Okay, mein Platz 5 ist der Apfel, nur in lecker, und zwar ist es die Birne. Würde ich jetzt auch, ich bin tatsächlich noch mehr bei Apfel als bei Birne. Birne ist echt komplett raus. Ich möchte das weitermachen.
Wenn ein Apfel lecker wäre, ein Stück weicher und allgemein irgendwie sympathischer, dann wäre der Apfel eine Birne. Das schafft die Birne tatsächlich zu sein. Deswegen ist sie zu Recht auf Platz 5. Die Birne schafft es, Birne zu sein. Das qualifiziert sie für Platz 5. Sie sieht ästhetischer aus als ein Apfel. Ein Apfel ist einfach rund. Die Birne, die hat noch irgendwas. So. Die hat irgendwas an sich. Sie ist grün, das ist schon mal sympathischer. Wenn der Apfel grün ist, ist der Apfel einfach nur eklig, da kann man sicher sein. Die Birne ist ein verformter Apfel, mehr nicht. Sehe ich komplett anders. Ich finde, du bist da auf dem Holzweg und ich finde, die Birne sollte mehr Respekt bekommen. Die steht immer so im Schatten vom Apfel, aber das ergibt gar keinen Sinn, weil sie halt viel besser ist als der Apfel. Das ist, kriege ich jetzt schnell ein paar gleich hin. Aus Apfel kannst du wenigstens noch einen guten Saft machen, ich bleib dabei. Aus Birne? Oh, ich sag mal, auf meinem Esstisch kann ich gleich holen, steht eine Flasche Birnensaft, aber hey. Ernsthaft? Na sicher. Okay, wow. Da habe ich jetzt ein bisschen Respekt vor dir gewonnen und vor deinem Platz 5. Lass ich so durchgehen dann. Alles klar. Nicht schlecht. Ja, mein Platz 5 ist universell einsetzbar, ist eigentlich fast immer lecker. Der einzige Punkt, weshalb es nicht weiter oben ist, ist, dass manchmal dieses Obst ein wenig sehr säuerlich ist. Ich spreche von Pfirsich. Pfirsich-Eistee zum Beispiel, auch eine super Sache. Nein, Pfirsich an sich ist einfach, das ist du kannst es essen, wenn die Frucht hart ist, etwas härter und bissfest. Du kannst es aber auch, wenn es kompletter Matsch ist und du quasi mit der Hand schon die Frucht zerdrücken kannst, kannst du es essen. Es ist einfach immer lecker. Mich tönt und die Schale komplett ab. Nee, die Schale ist auch gut. Musst halt ordentlich abwaschen, sonst ist es schon ein bisschen eklig, aber die Schale musst du mitessen, total geil. Ich spreche aber eine Lanze für Pfirsichsaft tatsächlich. Als ich damals in Ungarn war, in meiner wilden Zeit, gab es in dem Hotel, ich saß neben dem Kakaoautomaten, weil ich großer Kakaoliebhaber bin, und dann habe ich mir immer 3-4 Gläser Pfirsichsaft insgesamt genommen und bestimmt 6-7 Tassen Kakao. Das war so mein Frühstück. Und in Ungarn, aus irgendeinem Grund, lieben sie Pfirsichsaft. Da geht Pfirsichsaft richtig ab. Und hier kriegst du ganz selten guten Pfirsichsaft. Aber so ein guter Pfirsichsaft in so einem Tetrapack, der ist eine Menge wert. Also von daher, ja, auch Pfirsiche haben eine Daseinsberechtigung in dieser Liste. Mein Platz 4 ist die Banane. Denn einmal sieht sie spektakulär aus. Ist quasi eine Gurke, nur in cool. Thema bei vielen Philosophen. Warum? Ist die Banane krumm. Ach so, ja, okay, ich dachte, mit der Gurke hat es jetzt was zu tun. Du kannst einen Bananenmilchshake draus machen. Und Bananenmilchshakes sind die besten Milchshakes. Ich bin großer Schoko-Fan, aber Bananenmilchshake ist schon besser als ein Schokomilchshake. Nee, Banane, ja gut, aber Bananenmilchshake ist nicht der beste. Das ist klassische Vanille. Okay, klassische Vanille ist ganz raus. Ach, das ist hinter Erdbeere, sorry. Wirklich. Also ich bitte dich. Ich bitte dich, Erdbeere ist ganz unten. Ganz unten beim Milchshake. Nee, da kommt bei mir Vanille. Vanille ist nicht mal ein Obst. Was ist Vanille? Es ist nicht mal was. Was soll das sein? Ist Schokolade ein Obst? Das ist irgendwie so eine Blume oder so. Es ist eine Schote. Eine Schote? Dann nimm Bohnenmilchshake. So, Banane auch, weil, jetzt habe ich den Faden verloren, quasi diese kleinen Fäden, die von Bananen abgezogen werden müssen. Ist auch ein kleiner Negativpunkt, ne? Kleiner, ja, bin ich ganz ehrlich. Manchmal, dafür freut es einen umso mehr, wenn du die Schale abmachst und es ist so eine perfekte Banane, die du einfach abbeißen kannst. Wie bei Donkey Kong in Videospielen, die wirklich einfach perfekt aussieht. Da ist keine braune Stelle, das ist... Oh. Was wollte ich sagen, genau? Bananenchips, auch cool. Kann ich nicht zu viel von essen, weil meine Zähne es nicht abkönnen. Aber finde ich auch lecker und vor dem Fußballspiel eine Banane. Es bringt, glaube ich, fast nichts für den Körper, aber irgendwer hat es mal gesagt. Und deswegen fühlt es sich Hammer an, vor irgendeinem Sportereignis nochmal eine Banane reinzuschrauben. Weil du dann denkst, ja, jetzt kann ich auch 3 Stunden länger laufen. Mein Körper ist jetzt einfach unschlagbar. Ist mir neulich aufgefallen, ich habe ein Footballspiel gesehen und da sah ich auch, dass einer dieser Linemen, also einer, der wirklich ein ordentlicher Bulle ist, der auf den anderen zuläuft, dass der am Spielfeldrand eine Banane gegessen hat. Und ich dachte mir, ich hätte ein bisschen Angst an seiner Stelle, wenn ich nämlich irgendwie einen Arm sehr doll in den Bauch kriege, was gern mal passieren kann. Du hast eine Maske vor deinem Helm. Wenn du kotzen musst, kotzt du dich quasi selber an. Ich glaube, ich hätte aus reiner Angst, dass mir das passiert, würde ich erstmal nichts direkt im Spiel essen. Ich glaube, Bananen sind daher auch OP, weil die einfach gefühlt ins Blut gehen. Das stimmt, ja.
Also irgendwas ist mit Bananen, dass die ein super Energielieferant sind und quasi... Die werden wahrscheinlich im Hals schon abgebaut. Die kommen gar nicht im Magen an. Kommen gar nicht an. Nee. Kannst dir Bananen auch spritzen. Das kommt auf denselben Effekt raus. Was ist dein Platz 4? Mein Platz 4 ist der Apfel. Was? Okay, das ist jetzt ein Schock. Aber der Granatapfel. Okay, das ist wiederum witzig. Der Granatapfel hat nicht nur einen geilen Namen und sieht cool aus, er ist auch noch fucking lecker. Das also diese Dinge, diese kleinen Kernchen. Johannisbeeren, ne? Ja, so ein bisschen. Okay. Du kannst sie schön löffeln, der Saft ist super, wenn wir auf der Schiene mal bleiben wollen. Aber Preiselbeeren sind noch was anderes? Ich meine ja. Okay. Das könnte jetzt Wortklauberei sein, aber ich meine genau schon. Ein Granatapfel ist, ich weiß nicht, ob ich jemals angegessen habe. Es ist einfach sehr, sehr lecker. Einziger negativer Punkt, wenn du so einen Granatapfel schälen musst, ne? Puh, da überlegst du ja echt zweimal, ob du Bock auf Granatapfel hast. Das ist echt, echt nervig. War das jetzt ein Witz, weil der so klein ist? Nee, das lohnt sich schon, den dann aufzumachen, okay. Aber es ist halt super viel Kleinstarbeit und Fisselarbeit und es nervt. Aber es ist halt super lecker. Also, Granatapfel kann ich nur empfehlen übrigens. Der hat auch Granate im Namen. Im also unter Wasser rausprokeln und schälen, das erleichtert das ein bisschen. Tja, erleichtern. Dann gehe ich auf die Weintraube. Denn die Weintraube, klar, sind die dunklen besser als die grünen. Das ist, glaube ich, eine Regel, die jeder Mensch irgendwie beherzigt, auch wenn es hier meistens nur grüne gibt. War ja schon im alten Rom quasi ein Zeichen des Reichtums und der Dekadenz, was ich sehr gerne benutze, diese Zeichen. Auch quasi in deinen Alltag gerne einpflegst, deine Erscheinung. Ja, ich lasse mich auch gern füttern während der Arbeit mit Weintrauben. Quasi dauerhaft. Eigentlich durchgehend, ja. Jetzt will ich drüber nachdenken. Du gehst nur dafür zur Arbeit. Jemand anderes schreibt deinen Artikel, du lässt dich füttern und du gehst wieder nach Hause. Tatsache. Ja. Klingt jetzt komisch, aber ja. 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 So ist das Leben. Es ist ein hartes Leben, ja, aber ich habe es mir ausgesucht. Irgendeinen lateinischen Satz jetzt noch. Morituriti salutant. Sind super süß, sind klein, unglaublich lecker. Du kannst ganz, ganz viele davon essen. Und ich habe regelmäßig Heißhunger darauf. Also es gibt so Tage, da denke ich mir, jetzt so eine Packung Weintrauben, die kannst du einfach wegballern. Negativpunkt, Kerne, wenn du auf so einen Kern in der Weintraube beißt, da ist die Party vorbei. Ich brauche bestimmt einen Monat, bis ich wieder Weintrauben essen möchte, weil das so widerlich ist und so eklig. Die sind auch so ein bisschen bitter und haben auch eine ganz ekelhafte Konsistenz. Das passt nicht in diese Frucht. Und ich möchte einfach alles ausspucken und nie wieder Weintrauben essen, wenn ich das tue. Ja, das wenn ist irgendwo draufsteht kernlos und dann ist so eine irgendwie mit dem Kern doch dabei, ey, nee. Auch du, Brutus. Auch du, mein Sohn, ja. Nee, ja, da nehme ich Cäsar beim Wort. Alea jacta est. Twini vidi vici. Ja. Lorem ipsum dolor sit amet. Ja, lirum larum Löffelstiel. Wer das nicht kann, der kann nicht viel. Die Weintraube. Dann kommen wir mal zu meinem Platz 3. Und mein Platz 3 ist eigentlich quasi das Maskottchen des Sommers. Mit 66 Erdbeeren, da fängt der Sommer an. So geht ja das Lied. Nein, so geht es nicht. Das ist korrekt. Gar nicht. Das weiß ich schon. Okay. Oh Gott. Nee, Erdbeeren, ey, das ist geil. Das ist, das ist das Sommerobst schlechthin. Sommer verbinde ich eh meistens mit relativ guter Laune und auch Erdbeeren. Ja, verhältnismäßig, ne? Ja, man schwitzt schon viel. Das die richtig eklig. Gute Laune habe ich im Frühling. Ja, Winter ist schon geil. Naja. Nee, da ist er auf dem absoluten Minuspunkt. Gefrierpunkt, ja. Ja, okay. Ja, Erdbeeren sind der Shit. Die sehen gut aus, die sehen... wenn du eine Erdbeere anguckst, hast du direkt schon... da will ich reinbeißen. Om nom nom. Haust hier rein und sagst, ja, war eine gute Entscheidung. Erdbeeren sind lecker. Mein Platz 3. Verdiente Bronzemedaille. Ja, für die Erdbeeren. Gibt viele Tage, wo ich das auch denke. Aber wenn ich zu viele Erdbeeren esse, ich weiß nicht, ob die falsch gespritzt sind oder ob ich irgendwie allergisch bin. Musst du natürlich drauf achten. Also unter am besten. Meinen Augen gefühlt. Also ich würde so sagen, die obere Wangenhälfte, das klingt jetzt super weird, beginnt dann zu schwitzen und so heiß zu werden. Mhm. Also im Prinzip so ein Strich unter meinen beiden Augen. Wenn ich entweder zu viele esse oder falsch esse oder so, ich weiß es nicht. Bei meiner Freundin auch, wenn sie zu viele davon isst, dann kriegt sie auch allergische Reaktionen. Aber unter einem gewissen Pegel, sage ich mal,
geht das noch. Aber wenn es zu viele sind, dann... Und bitte Ende. Erdbeerkuchen, kleiner Teigboden und ganz viel Erdbeeren in so einem komischen... Total geil. Was ist das, Gelee-Ding oder so? Irgendwie so was, ja, irgendwie Gelatine-artiges. Es ist der Hammer. Ich bin kein großer Kuchenfreund, aber Erdbeerkuchen geht immer, sorry. Da gebe ich dann nochmal 3 Euro für so ein Stück aus, weil es einfach der Hammer ist. Es lohnt sich einfach. Erdbeeren sind geil. Meine Silbermedaille geht an die Heidelbeere. Ganz kurz und knackig. Ist Hammer, ist auch süß. Nicht so groß wie eine Erdbeere, du musst nicht so viel investieren. Du denkst dir nicht, boah, ich hole jetzt so einen Bottich Erdbeeren und habe ich auch erstmal zu essen. Nee, du hast so einen kleinen Eimer Heidelbeeren, die wirfst du einfach ein. Das ist wie so Münzen in so einem Automaten. Du hast einfach Bock, die schmeißt du rein. Die meisten sind süß und wenn eine nicht so süß ist, nimmst du die nächste, die ist wieder süßer. Einfach unkompliziert, fröhlich, locker drauf. Die Heidelbeere ist für mich so perfekte, beste Freund für den Sommer. Was ich erwarte von einem Obst. Es macht keinen Stress. So ein bisschen wie Popcorn in Obstform. Ich hasse Popcorn. What? Popcorn, auch schwierig. Ich finde es grundsätzlich gut, aber du hast immer diese harten Körner da irgendwo drin, die ich nicht zerbeißen kann. Kann nur ich das nicht oder können andere das auch nicht? Nein, die soll man eigentlich auch nicht zerbeißen können. Sollte man auch tatsächlich nicht ausprobieren, denn das kann echt böse enden. Und die sind halt super hart. Und sobald ich so ein Ding habe, das ist wie mit Weintrauben und Kern, hasse ich den Eimer und schäle den weg. Naja, das Problem habe ich nicht. Wo machst du das hin? Du bist ja im Kino, du kannst es ja nicht wegtun. Zurück in den Eimer, ist ja widerlich. Wo tust du das Ding dann hin? Ja, ich zerkaue sie dann tatsächlich doch meistens. Aber ich habe das Problem auch nicht, weil ich achte zum einen sehr darauf, was ich mir reinschaufe. Mir fällt das meistens vorher auf. Es ist doch dunkel im Kino. Und vor allen Dingen, es rutscht ja runter. Also das meiste lagert sich ja am Boden ab. Du hast ja sehr selten, wenn du einen vollen Eimer hast, ganz oben direkt schon harte Kerne. Kannst du mit Eruption vielleicht, wenn du es auf so eine Vibrationsplatte stellst, dass die kleinen Dinger so nach unten durchvibrieren? So ein bisschen wie Sandsieben. Genau. Ja, das wäre eine Idee. Wir Vibrationsplatten im Kino, das ist die meine Geschäftsidee fürs nächste Jahr. Ja, Vibrationen im Kino gibt es ja schon, aber ich glaube, das sind nicht die Kinos, die du für Blockbuster frequentierst. Haus Rose? Ich wollte jetzt keine Namensnennung machen. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar sehr problematisch, dass du das gerade gesagt hast. Vielleicht sollten wir das rauspiepen. Wieso? Weil wir uns hauptsächlich auf amerikanischen Plattformen bewegen und die mit Sexualität und dem ganzen Gewerbe drumherum Probleme haben. Rose ist. Es ist eine Rose. Es ist ein Blumenladen. Ja. Tada, tada. Okay, dein Platz 2. Okay. Mein Platz 2. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe, um mir Inspiration zu geben, Liste von Obst auf Wikipedia Man gesucht. Merkt, der Qualitätsjournalismus ist stark in dir. Ja, und ich kann es immer noch nicht so wirklich glauben, dass das als Obst durchgeht, aber es ist, das habe ich mir extra dazu geschrieben, unter der Rubrik Schalenobst, die Pistazie. Wäre in meinen Augen immer eine Nuss gewesen, aber wenn die Pistazie als Obst gilt, Pistazien sind der Shit. Total geil. Einziges Manko ist, du musst die aufpulen, das ist manchmal nicht ganz so einfach, aber Pistazien so zum Wegsnacken, zum Essen, ist ja wohl der Oberhammer. Ich liebe ja salziges Essen und ich meine, die bestehen ja quasi nur aus so ein bisschen eigennussiger Eigengeschmack und Salz. Total geil. Also ich kenne die aus Mortadella, aber sonst habe ich keinen Bezug zu Pistazien. Oh, hast du noch nie Pistazien so? Das musst du unbedingt machen. Die sind leider sehr, sehr teuer, aber es lohnt sich. Jemand, ein guter Freund, sagte mir mal, hier, das sind Pistazien, das waren aber Wasabi-Nüsse. Oh, das ist auch böse. Wasabi schmeckt scheiße. Es war vor allem scharf. Und das auch. War nicht gut. Und seitdem hasse ich beides. Nee, überdenk deine Haltung zu Pistazien nochmal. Die Farbe ist gleich, aber für den Rest komplett unterschiedlich. In Mortadella fand ich es immer störend. Ich hätte lieber Mortadella finde ich es auch störend. Ich weiß auch nicht, welcher Vollidiot auf die Idee gekommen ist, da Pistazien reinzuschreddern. Was? Komplett unnötig. Das ist weder gut für die Pistazien noch für die Mortadella. Das ist lose-lose. Situation für beide. Ja. Also, was soll das? Aber für sich stehend, die gesalzene Pistazie als kleiner Snack so für nebenbei, total geil. Kann ich nur empfehlen. Okay, Pistazie. Und ich bin komplett bei dir, was Wasabi angeht.
Ich komme zu meiner Goldmedaille. Das ist die unangefochtene Nummer 1 in der Obstabteilung, zumindest für knapp 2-3 Monate im Jahr. Es ist die Königin in jedem Obstsalat. Es ist natürlich die Kaki. Ja, Kaki ist lecker. Kaki ist lecker. Ja. Das dachte ich mir auch so. Ist lecker. Ist einfach unglaublich süß. Du musst viel wegschneiden tatsächlich. Meistens, du kannst die Schale mitessen. Ich persönlich mag es nicht. Aber wenn du an das Innere gelangst, dann ist es das pure Leben. Es ist wie eine Melone, Eldorado. Wenn du nochmal 20% drauflegst an süßer Fruchtigkeit. Kakis sind unglaublich gut. Das Problem ist, wenn sie ein Stück zu lange liegen, sind sie leicht pilzig im Geschmack. Und die werden super schnell matschig. Finde ich auch nicht so schön. Das ist meistens egal. Aber du musst den Moment erwarten. Die sind sehr hart und irgendwann merkst du, jetzt muss ich. Und dann, kurze Zeit später, sind sie auch wieder nicht gut. Also du hast nur so einen kleinen Zeitrahmen. Die gibt es, glaube ich, auch nur im Winter. Lass mich nicht lügen. Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es gibt sie, glaube ich, nicht so oft. Und die sind auch gar nicht so günstig. Also die sind schon, da musst du schon ordentlich in die Tasche greifen. Die sind auch nicht groß. Nee. Aber sie sind verdammt lecker. Ich gönne mir ab und zu einfach eine Kaki. Und der Name ist auch süß. Das heißt Kaki. Das stimmt. Ist schon eine kleine süße Kaki. Was ist für eine Kaki? Okay. Viel Spaß mit deiner Kaki. Ja, ist ja gut. Alles klar, nee, meine Goldmedaille geht natürlich an die Kaki. Ja, meine Goldmedaille geht an ein Obst, das auch fast aussieht wie Gold. Und es wurde auch heute schon genannt, und zwar handelt es sich dabei nicht um den besten Milchshake, sondern um einen der besseren, aber nicht den besten, die Banane. Crazy. Banane ist, ja, eigentlich kann ich da so viel gar nicht mehr zu sagen. Wir haben es vorhin schon besprochen, die Banane ist absolut solide. Wenn mir jemand eine Banane anbietet, wenn, egal was für ein Obst es ist, muss ich immer drüber nachdenken, will ich das jetzt? Habe ich auf diesen speziellen Geschmack jetzt gerade Lust? Bei der Banane ist mir das scheißegal. Biete mir da eine Banane an, ich sage ja. Es geht immer. Es schmeckt immer. Es ist kein großer Aufwand, sie zu essen. Ich bin eine unfassbar faule Person. Du hast keinen Aufwand, die zu essen. Es ist angenehm. Und sie ist biologisch eingepackt. Und sie ist, ja, genau. Aber tut mir einen Gefallen, ich habe neulich mal eine Doku über Chiquita gesehen. Ich meine, Steuerung F oder Simplicissimus. Ja, kauf vielleicht Fairtrade-Bananen, nicht Chiquita. Selten eine gute Idee, solche Dokus zu gucken. Wenn ja. Du mit einem guten Gewissen in den Supermarkt gehen willst. Ja, das stimmt. Aber gut, ich habe auch vorher schon keine Chiquita-Bananen gekauft, weil sie mir einfach zu teuer waren. Aber kauf die nicht, bitte nicht. Aber Bananen an sich, kauf die schon, die sind gut. Bananen sind geil. Klar, es sind einfach Bananen im Dschungelbuch, auch super. Ja, und immer Donkey Kong. Mario, Bananenschalen. Ja, Mario Kart. Sie sind omnipräsent, auch in der Popkultur. Absolut. Deshalb, ja, können wir uns auf die Banane, glaube ich, einigen als Gesamtsieger heute. Ja. Ich weiß, worauf ich richtig Bock hätte. Jeder von uns müsste im Sommer eigentlich mal bestehend aus diesen 5 Obstsorten einen Obstsalat machen. Und dann müssten wir gucken, welcher besser schmeckt. Das wäre schon irgendwie cool. Machst du Honig an Obstsalat? Nein. So einen kleinen Löffel? Nein. Okay. Sahne? Ist auch so ein Ding. Du kannst Sahne natürlich dran machen. Sahne würde ich nicht tun. Das würde ich aber noch durchgehen lassen. Aber nee, würde ich bei meinem jetzt nicht tun. Ja, ich würde also einfach nur essen, aber ich würde es nicht selber dran machen. Wenn Sahne dran ist, würde ich sagen, ja, okay. Ja, genau. Aber ich würde es jetzt nicht selber an meinen machen. Genau, genau. Also das finde ich ja das Geile an Obstsalat, dass du wirklich nur, du machst alles so fertig, wie als würdest du es jetzt essen wollen und schneidest es maximal noch klein und für den Rest schmeißt du einfach alles zusammen und gut ist. Walnüsse? Nussallergie. Okay, ich finde es nämlich unglaublich widerlich. Kann ich nicht mitsprechen, die einzigen Nüsse, die ich essen kann, sind ganz viel weiche, süßes Zeug zusammen und eine Geschmacksexplosion im Mund und dann hast du diese kernigen, ekelhaften Walnussstückchen, die alles kaputt machen. Und was im Obstsalat im Übrigen im Allgemeinen, jetzt einfach das Loblied auf Obst nochmal ein bisschen erklingen zu lassen. Du hast auch so ein unfassbar gutes Gewissen, wenn du einfach einen dicken Löffel aus dem Obstsalat nimmst, weil du dir denkst, es ist fucking gesund, gesünder wird's nicht mehr. Körper, was willst du mehr? Und lecker. Und lecker, es ist wirklich geil. Hat sich mal gedacht, ey, ich erschaffe jetzt Obst. Und es ist nicht nur unfassbar lecker, sondern ist es auch gesund und einfach süß. Es ist eine Süßigkeit, die deinem Körper gut tut. Und das ist schon crazy. Das ist schon echt geil. Esst Obst, Leute. Ich muss echt mehr Obst essen, fällt mir gerade auch auf. Es ist total geil. Ist gerade. Jetzt machen wir es alle zusammen. Juhu. Hashtag Healthy Life. Alles klar. Das war Folge
Numero 23. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns gerne auf allen Social-Media-Plattformen außer Facebook, weil wir da nicht vertreten sind, und bestimmt ganz vielen anderen, wo wir auch nicht vertreten sind. Folgt uns auf Instagram @steinwurfimglashaus. Schreibt uns eine Mail an steinwurfimglashaus@web.de. Nach 23 Folgen habe ich mir auch mal irgendwas gemerkt. Und seid nett zu anderen Leuten im Internet. Genau, seid einfach nette Menschen. Das tut anderen Menschen auch gut und die werden dann auch nett. Und dann haben wir, das ist ganz verrückt, eine Kettenreaktion, dass plötzlich alle Leute nett werden. Und wie schön. Und Menschen, die dauerhaft nicht nett sind, werden aus dieser Kettenreaktion ausgeschlossen und müssen dann ihre eigene dämliche, nervige Gesellschaft bilden. Und wir freuen uns alle an. Nazis im Grunde. Ja. Ja. Ja, die können raus aus der Gesellschaft, genau. Einfach so rausnehmen. Dann geht's allen besser. Denen, weil die wollen ja raus. Und uns, weil wir haben die nicht mehr am Haken. Es ist so einfach. Es könnte so einfach sein. Einfach eine Banane und das Leben wird schön. Liebe Freunde, auf die Bananen. Macht euch eine fantastische Woche. Kommt gut in den Dezember rein. Startet schön. Genießt eure Adventskalender. Gerade die teuren. Gerade die von Lego. Lego Harry Potter Adventskalender. Super Ding. Gibt es. Krass. Ja, ist aktuell, glaube ich, der beste von Lego. Die haben viel Scheiße, aber der von Harry Potter ist echt cool. Gönnt euch einfach mal was im Leben. Gönnt euch einen Obstsalat. Fragt mal bei Mutti an. Die macht das auch gerne. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao. Steinwurf im Glashaus.